Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute spielen wir ein Spiel, das man auf diesem Kanal hier schon lange nicht mehr gesehen hat. Heute habe ich einen Mitspieler dabei, der lange, lange Zeit gar nicht da war. Diese Livestreams, die bei ihm liefen, waren eigentlich alles mit einer neuen KI entwickelte Livestreams, die gefaked sind. Also die Livestreams auf diesem Kanal waren nicht echt und seine Videos waren eh alle vorproduziert. Die Rede ist von Kreis, dem Verschollenen. Das ist so eine Art Zukunftstechnik, weißt du, das ist so eine Art Marionettenspiel. Ja, nur, ja, ja, ja. Google. Ich lebe seit Wochen in der virtuellen Realität. Ich habe die Brille nicht mehr abgenommen. Nein, nein. Er war weg. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber er war nicht versucht, da. Sie mir abzunehmen. Sie war wie aufs Gesicht gebrannt. Es war, ja. Es war ganz ekelhaft. Es war ganz, ganz ekelhaft. Er war ja, weg, der Junge. Er war weg. Wissenschaftler haben an mir rumgefummelt. Merkwürdige Dinge, die große Hafenrundfahrt haben sie mit mir gemacht. Erst als man sein Rektum mit einem entsaugenden Griff lösen konnte, konnte man ihm die Brille vom Gesicht nehmen. Ja, das ist wie bei so einer, wenn du jetzt eine Flasche mit dem offenen Flaschenhals zuerst ins Rektum schiebst, dann kriegst du ja auch so einen Saugeffekt und kriegst sie nicht mehr raus. Ja, und sowas war ungefähr bei dir, nur eben 1000-mal stärker. Naja, gut. Du weißt, okay. Jetzt hier können bei uns durchaus Leute mit reinspringen in Teamspeak, ne? Ich habe jetzt eine Crew. Hast du mitbekommen? Ich habe jetzt eine Crew. Ich habe mitbekommen. Eine ganz neue Crew. Sind das für Leute? Ich habe also wirklich. Ja, ich habe jetzt eine Crew. Ich muss mich nicht mehr nur mit dir abgeben. Ja, ja. Sondern gut. Wir haben ja jetzt die neuen Verträge von Keysjob bekommen, von deiner Kanzlei. Die sind ja jetzt hier angekommen. Ja, du darfst kein Fortnite mehr spielen. Du hast das gehört, ja, ne? Du bist die offiziell, Keys-Kanzlei. Ist offiziell verboten. Offiziell verboten für ihn. Ja, dafür darf ich aber Keflings spielen. Ja. Oder, Kelfings. Kelfings, das ist was anderes. Kelfings, das ist ein anderes Spiel. Das ist nämlich so ein Immigrationssimulator, den er da spielt. Ja, ja, ja. Oh Mann. Aber ich habe noch ein anderes. Aber cooles. Ich mache ja auch was für die Flüchtlingskrise. Ich spiele mit Styli, ja. Ach so, okay, okay. Ist ja, ja auch was, oder? Wirklich, ja. Jeder muss hier mit anpacken in Deutschland. Gemeinsam schaffen wir das, sagt die Merkel. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, dann gebe ich dem Schwarzen da mit den Schlauchbootlippen auch mal einen Job. Angela, schön, klatschen wir mal auf die Schulter. Der ist ganz dicke mit Angela. Ja, wir sind mit ihr bei Mc's. Ja. Teilen uns immer ein Happy Meal. Teilen uns immer ein Happy Meal. Ja, weil sie ist auch so happy, ne? Sie ich hat sag dir, seitdem ich aber mit einem Schwarzen spiele, habe ich keine Werbung mehr. Die ging fort, als der Schwarze ja, kam. Ja, das ist, ne, du weißt doch, wie das läuft. Die Bolschewiken und Freimaurer haben sich zusammengetan. Lädt deine Karte eigentlich, oder? Nö, jetzt. Dauert halt ein bisschen, weißt ja, Geldahnung. Geldahnung, ja. Ja, mit stimmt, mit seiner langsamen Leitung. Internet. Aber guck mal hier, ich spiele kein Fortnite, ne? Und schon ist hier wieder nichts los. Weil nee, Fortnite lieben die Kinder. Ja, ja. Alter, wie viel Geld haben wir denn bitte schön? Boah, wieso habe ich Geld und wieso liegen hier so viele Leute? Ich bin direkt. Ich bin tot? Du bist tot? Warum? Was ist passiert? Warum bist du tot? Wieso? Weil ich eine Banshee genommen habe? Wie funktioniert das hier? Was ist das für eine Karte? Wo ist Schmalzahnung? Hat wohl die Karte nicht. Okay, wir müssen hier was opfern. Ey, man sieht hier aber auch nichts. Ist voll dunkel. Ja, ich habe ein bisschen hochgepitcht hier. Ja, ich auch. Ich habe auch ziemlich gepitcht. Ey, du bist auch voll der. Du siehst aus wie. Ja, so ein Abendfilm. Ja, hast du die Saw-Filme gesehen? Ja, ich klar. Hab die nicht gesehen. Also nicht alle. Da kommt direkt eine Spende rein. Mega. Jetzt habe ich ja wieder meinen Spendenvorleser. Ach so, ah, ja. Ah, oh, Snyly kann das nicht so gut. Ah. Snyly, das ist eine 9. Nix-Sex? Nein, Nix-Sex. Du sollst mir vielleicht einfach mal diesen Link geben, dann könnte ich das nämlich einfach im OBS... Ja, demnächst wird bei mir auch auf Twitch und auf YouTube gestreamt. Ich bin gerade dabei, das einzurichten und alles. Hey, der Daus. Nee, ich will doppelt kassieren, weißt du? Doppelgier. Und der macht da auch noch Fortnite. Hab ich vom Geier gelernt. Doppelt kassieren. Naja, 10 Euro von Linus und er sagt Grüße, vielen Dank. Dankeschön, Linus. Das ist ein treuer Spender, sage ich dir. Der ist immer da. Ja, aber so läuft das, ne? Da. Ich habe mir heute gedacht, Kreis Ehrenmann-Basis. Jetzt habe ich zweimal eine Banshee. Ja, jetzt habe ich schon wieder eine Banshee. Ich wollte doch gar keine Banshee. Beim nächsten Mal muss ich dann streame ich auch und dann gucken alle bei mir. Jetzt haben sie schon gesagt. Ja, aber du hast kein Fortnite spielen, damit hast du das Minecraft aus dem Jahre 2018 versäumt. Ja, ne? Krass eigentlich, aber naja, ja, gut. Aber Fortnite ist auch ultra gut. Was müssen wir denn eigentlich machen? Ja, keine Ahnung. Ich habe hier so eine Röhre an der Seite, du auch? Eine Röhre, müssen wir was füllen? Hast du schon was? Ich glaube, hier gibt es auch gar keine Wellen richtig, ne? Hier läuft wieder so eine Zeit da unten. Da läuft eine Zeit. Ich habe vorhin. Hier ist ein Key required. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Oh, ich wette Geld an und weiß schon alles. Ja klar.
Schmalzahnung, aber der ist ja nicht da. Keine Ahnung, wo der hingegangen ist. Alter, ich wurde one-hitted. Close, jetzt auch. Ja, die one-hitten. Alter, wieso? Keine Ahnung, Schwimmer, David Schwimmer. Insta, schieß doch! Schieß, Junge, wenn Kann sie kommen. Kann mich nicht weiter drehen. Alter, was ist das hier? Ich verstehe das nicht. Verstehst du das? Ja, weil du den Bären angefasst hast. Bei Riegel 7. Ja, nee, wenn du da hinten das Ding anfasst, dann stirbst du. Welches Ding? Den Mann da hinten, oder was? Ich will den nicht anfassen, den Rollstuhlmann. Aber ich will den Rolli berühren. Ich hab den Mann im Rolli berührt und, naja. Rolli, nix Tolli, da kam schon wieder eine Spende rein. Ja, ich kann ihn mal erst 10 Minuten später lesen hier, weil dein Delay ist riesig. Ja, das ist aber von YouTube. Ich hab den ganz normal eingestellt hier bei OBS. Ja, ich kenn das bei mir aber auch. Da war irgendwas am Klo. Nee, Jigsaw, Vorsicht. Hier, hold for an easy way out oder so. Ist das Selbstmord oder was? Keine Ahnung, Jigsaw kann man nicht trauen. Hat den Rollimann präpariert. Ah! No! Oh shit. Die haben mich! Wo ist denn die Spende? Guck die Spende! Ich kann die Spende nicht sehen! Okay. Oh, Rollimann! Was für eine mysteriöse Karte hier, Alter. Zweimal Punkte da vorne. Hätte aber eben gerade so ein Schwein in der Ecke, hast du es gesehen? Ja, irgendwas hat hier geleuchtet. Was ist passiert? Pixar. Das ist nicht das Animationsstudio. Das ist so ein Schweineclub. Ey, die Leute sagen, es waren 50 Euro. Alter, 50 Euro. Aber ich kann es nicht sehen. Ich kann es auch nicht sehen. Ich gebe die Deckung am Rolli-Mann. Wir gucken gleich. Das ist gerade so intens. Und unser Geldahnung ist nicht da. Ja, wenn Geldahnung da wäre es viel einfacher. Das ist easy, ja. Knechtahnung. So, jetzt hast du kurz Zeit. I cover you, my friend. Mikesh hat 50 Euro donated. Moin, ein wenig Geld. Alter, Mikesh. Um eure Tränen. Okay, wir schon lange nicht mehr gesehen, den guten Mikesh. 50 Euro, um die Tränen der Kinder abzuwischen, weil sie heute keinen Fortnite sehen. Ich hab irgendeine Tür geöffnet und am Rad gedreht oder so. Hast du das auch schon mal gemacht? Ja, nee. Aber Leute, liken. Liken. Easy way out. Moment mal, kann man 3 Knarren haben? Ja, man kann. Wir haben alle Perks. Wieso haben wir alle Perks? Haben wir die schon die ganze Zeit oder? Hast du alle Perks? Vielleicht, weil wir alle Quests gemacht haben oder so. Ja, was für Quests? Wir stehen in der Toilette und schießen auf Zombies. Nein, der Selbstmord, der Griff in die Toilette, das, Das sind alles Jigsaw-Anspielungen. Ja. Ey, das Saw-Game habe ich voll geliebt. Habe ich auch irgendwie nochmal vor zu re-let's playen. Weißt du, ich bin wie so ein Filmverleih, der nochmal in HD-Dinge auflegt. Und nochmal Geld kassiert. Ja, ich mach das dann in VR. Ich spiele dann, Saw in VR? Nee, please don't touch anything gibt's auch noch mein Ding. Es gibt auch hier noch, was war da letztens, wo bei mir so erfolgreich ist, wo es dann auch noch mal ein VR gibt? Ich hab irgendwas aufgehoben. Gibt es Outlast in VR? Boah, nee, oder? Doch, ich glaub schon. Aber was, Outlast? Ich bin mir nicht so sicher. Es ist halt so dunkel hier drin in dieser Kammer, ne? Man sieht halt nix. Nee. Was war das? Sturm irgendwie? Ja, hier, ich hab doch so eine Sturm. Was ist eigentlich mit dem Bären? Touch der Bär da oben. Hä? Ich hol dich! Hä? Du bist wieder da! Ich hab dich nur halb angefasst. Hast du jetzt noch alle Perks? Nee, oder? Nee. Aber da war ein Bär in der Kiste und den hab ich angefasst. Ich glaube, man darf keine Bären anfassen. Weil der Bär steht symbolisch für das Schwein. Verstehst du? Meinst du? Ich glaub schon, ja. Schweinebär? Bisschen Schiss vor der Truhe. Auch. Hier, wir brauchen aber einen Schlüssel. Hier drüben brauchen wir einen Schlüssel. Wir müssen irgendwie an den Schlüssel rankommen. Ja, aber wo ist der Schlüssel? Warum kommt Missing Parts rein? Was ist mit dieser Kiste jetzt auf einmal? Die ist weg und kommt wieder irgendwie. Und da steht immer, do you wanna play a game? Ich bin auch in irgendwas reingefallen. Ins Klo gefasst? Ja. Wie ist sie tot? Hab nichts mehr. Boah. Alter, die Karte ist, glaube ich, total komplex. No, ich habe meine Thunder Gun jetzt nicht mehr.
Wir haben nichts. Da, oh, da liegt ein Atomschlag. Atomisieren. Hier muss irgendwas geben, aber die Toiletten sind gefährlich. Die Toiletten sind dangerous. Ja, don't touch the toilets. Ich gehe jetzt hier mal rum. Was ist das hier? Hier ist doch irgendwas. Was ist das hier für ein Knoten? Was ist hier für ein Knoten? Kistras erstes Buch. Touch my toilet. Hier ist so eine Säge, Alter. Okay, die Säge darfst du nicht anfassen. Natürlich darf man keine Säge anfassen. Du darfst keine Sägen anfassen im Spiel. Das kommt gar nicht gut. Oh, Alter, die Karte ist, glaube ich, sauschwer. Guck mal, Marcel hat keine Benachrichtigung bekommen. Marcel. Dann sag allen Bescheid. Alter. Blas ins Nebelhorn. Mein Kanal ist so krass undercover geworden, ne? Ist, ohne Scheiß, ich habe übelst den Underground-Kanal. Ey, der Jumbo Master 111, ne? Der spendet 2 Euro. Kennst du mich noch? Ja, der hat heute auch schon mal gespendet. Wollte gegrüßt werden. Kann man im Superchat nicht nur mit Kreditkarte bezahlen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, was ist denn? Ich lade nochmal Geldahnung ein. Er hatte Ahnung von Geld, aber nicht von Internet. Ich lade ihn nochmal ein. Wo ist er denn? Stuhlgang-Ahnung. Der ist sogar offline. Wie offline? Was passiert? Keine Ahnung. Der Computer explodiert, abgebrannt. Fackelsturm. Lux Trooper, 2,50 Euro. Ja, ja, Mond, Mond. Dankeschön. Ja, ja, Mond, Mond. Ja, ja, Mond, Mond. Er sagt, er braucht 2 Minuten. So lange sollen wir das Vibesvolk unterhalten. Welches? Das keine Ahnung. Prinz Dr. Geldahnung. Sie kennen mich vielleicht aus meinem Buch Das Leben mit einem viel zu großen Geschlechtsteil. Was? Nein, das heißt Tipps für Männer mit großem Geschlechtsteil. Das ist ein Unterschied. Snidely außerdem braucht das nicht. Mein zweiter Bestseller, wie stelle ich mich dumm, um akzeptiert zu werden? Alter, Fortnite ist morgen wieder. Ich freue mich total. Morgen ist wieder Fortnite. Chris Alex, 10 Euro, hallo an der Stream-Tipp, fehlt noch Quantum. Ja, Quantum ist doch längst schon wieder im Ruhestand. Den wollten wir in den Arc-Park rollen, aber, aber ist vielleicht gefährlich. Sein Rollstuhl ist ein bisschen eingerostet. Wir haben ihn nicht mehr rausbekommen. Aus dem Haus. Er kommt nicht mehr aus dem Stuhl. Sein Fortnite gibt's mittags. Das ist mittags für die Kinder, weißt du? Da gibt's Fortnite mit dem lustigen afrikanischen Clown Mutombo Snidely. Mutombo. Er macht immer das Afrika-Gesicht, dann krieg ich Werbung. Afrika Smile. So, wir warten jetzt noch ganz kurz auf Dr. Wurstahnung und dann geht's los. Aber guck mal, wir sind 1000 Leute und ich glaube daran, dass wir auch die 1000 Likes schaffen. Ich glaube, das ist drin. Ja, na klar. Guck mal, ich mach auch mal. Soll ich auch mal liken? Ja. Okay, guck. So. Also, seid wie Kreis. Seid cool. Seid cool. Seid wie Kreis. Weil, oder, da, kennst du diese, sei kein Idiot, bau keinen Unfall, Plakate, die immer in so Fabrikhallen rumhängen. Weißt du, so ein Typ, der so einen Daumen hoch macht und so ein unisoliertes Kabel irgendwie zu so einem Elektriker hält, weißt du, so Arbeitssicherheit ist mir wichtig, weißt du, so. Ja, wo bleibt er denn jetzt hier? Geldahnung. Solche Plakate mache ich von mir auch. Geschlechtsteil waschen nicht vergessen. Wäre doch so ein tolles Plakat in so einem Flur, weißt du, so auf dem Weg. Nicht die Kimme vergessen. Weißt du? Nur wer hinten ich wäscht, lebt gesund. Auch ich wasch hinten. Das ist so eine Apothekerin mit so einer Klopapierrolle oder so in der Hand. Auch ich wasche hinten. Sei nicht schwul, sondern cool. Wasch von hinten ab den Stuhl. Ja. Oder? Das ist auch mega gut, oder? So für die Kinder der Schule? Ja. Im Gang? Ja, in der Grundschule. Das wäre ein passendes Plakat für alle Grundschulen in der Umgebung. Geldahnung, wir warten auf dich. Beeil dich. Geldahnung, was sind denn 2 Minuten in seiner Welt? Sind 2 Zentimeter auch viel. Deswegen sagt er 2 Minuten. Tja, weißt du, wenn man über 20 Zentimeter hat, misst man nicht mehr.
Ach so. Dann lässt man frei hängen, weißt du, dann ist eh, das ist so wie wenn man genug Geld auf dem Konto hat, weißt du, beim Einkaufen, dann überlegt man. Muss die Lobby nochmal neu aufmachen? Die Lobby ist aber so schön eigentlich. 10 Euro, Mikesh, kreis schon mal bei Gelegenheit in deinen Steam-Chat, na, oh, ist weg. Na, geht eh an dich. So, ich habe ihn jetzt hier nochmal eingeladen, es muss aber gehen. Ja, die Nachricht geht an mich. Ja, 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 das stimmt. Geld geht an Seiko, ja? Das kann ich nicht bestimmen, was der Junge damit macht. Ja, wann sehe ich denn Mikesh mal in meinen Streams? Ja, bin ich keine Ahnung, in meinen habe ich ihn auch schon seit Wochen nicht mehr gesehen. So, Mikesh, Geldahnung, weißt du, wie die Karte geht? Auf geht's. Draußen in der Welt, verwahrlost. Ich habe alle Videos gesehen, ich brauche neue. Guck mal, hier, wenn die Leute die Glocke aktivieren, werden ihnen auch alle Videos angezeigt. Ich habe hier so einen Zweit-Account. Und ich habe die Glocke aktiviert und bei mir werden meine Videos gar nicht angezeigt. Auch mit aktivierter Glocke. Also, soll ich nur mal gesagt haben. Der Jumbo Master hat schon wieder 10 Euro in den Chat gedonatet. Echt? Ja, und er sagt, du sollst Warframe spielen. Habe ich nicht. Warframe. Das ist ein Befehl. Ah, hier, spiel mal Warframe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Totenkopf. Geht jetzt nicht. Hättest du mal Lust, bitte zu spielen? Also. So, ich glaube, jetzt könnte das funktionieren. Jetzt lädt die Map nicht. Weißt du, welches Spiel gut war? Alien vs. Predator. Ja. War voll super. Kann man das überhaupt spielen in Deutschland? Oder ich muss hab's doch schon zweimal Let's Played. Schon zweimal? Ja. Ja, guck mal, dann können wir ja noch ein drittes Mal machen. Ja, aber das geht ja. Nee, du meinst Alien Colonial Marines oder was, wo wir da zusammen gemacht haben. Weil Alien vs. Predator geht nur Multiplayer gegeneinander, aber keine Story. Achso, geht es nur gegeneinander. Ah, okay. Naja. Vielleicht soll ich dir auch so eine VR-Brille ziehen. Beweis Männlichkeit, da draußen gibt's viele. Da kam schon wieder ein Blowjob rein, ey, hier kommen. Echt? Meine Gurke wird am Band gekaut. So, wir sind wieder nur zu zweit, oder? Ja. Geldahnung kannst du einfach nicht. Ey, Geldahnung, was ist los? So schlecht. Guck mal, da unten ist aber auch so ein kleines Männchen, ne? Ich glaube, es hat irgendeine Bedeutung, das kleine Männchen. Keine Ahnung, ich habe Electrical irgendwas. Ja, und wir müssen das da. Ja, genau, man baut hier den Strom. Aber du darfst niemals die Säge anfassen. Oder die Toilette. Guck mal, hier ist auch so eine Maske drin. Ich berühre die jetzt mal, ja? Ah, ne, hier steht Hold for an easy way out. Ja, das heißt, das musst du machen. Was? Das fasse ich doch nicht an jetzt. Hier werden Seelen gesammelt. Guck mal hier, siehst du das? Ja, ja, der Seelensammler. Ja, die habe ich ja vorhin schon alleine alle gesammelt. Ja, aber hast du auch, hast du da auch den Zapfen reingesteckt? Hast du auch den Finger abgeleckt und reingesteckt? Nee, ich habe nichts geschleckt und gesteckt. Ja, ohne Schlecken, Schlecken kannst du aber nicht viel verlangen. Schlecken, Schlecken habe ich aber in den 70ern schon von morgens bis abends gemacht. Ich fasse jetzt mal hier die Säge an. Und da war das Ding noch haarig. Ja, guck mal, hier ist aber so ein Pissrand ums Klo herum. Glaubst du, das hat was zu bedeuten? Pipirand, ja, ich weiß nicht. Ja, guck doch mal, hier ist so ein bisschen Piss ums Klo. Ach, guck mal da, jetzt haben wir alle Perks. Moment, Magic Door has opened. Steht da oben. Ach, da kriegt man alle Perks. Nee, ich habe nur eine Kirsche bekommen. Stimmt, ich habe nur so einen Sprinter gekriegt. Toll. Was soll ich denn mit so einem Sprinter? Ja, und der Rolli hat doch bestimmt. Guck mal, der Rolli hat doch auch hier was. Ich hab auf jeden Fall auch. Ja, da kommen ganz viele Spenden. Dann muss man gucken. Wie ganz viele. Ja, das ist schon nur noch Spenden. Er lädt jetzt die Map nochmal runter. Der Geburtahnung. Oh, guck mal hier, ich habe hier einen Hebel gefunden. Wo klemme ich den jetzt rein? Den Hebel? Keine Ahnung. Warte mal hier, ich kann irgendwas rumklemmen. Gib mir mal Deckung, ich klemme hier gerade rum. Klemmloch. Oh! Ich bin zwar down, aber ich habe geklemmt. Ey, es ist Strom. Er ist da, Jigsaw ist da. Redet er mit uns? Sehe nur sein Gesicht. Wir brauchen den Schlüssel. Ja, der ist bestimmt in einem Klo drin, denn der hat die immer im Klo gehabt. Das ist so sein Ding. Kloschlüssel, ne? Ja, ja, oder ja, im Auge. Im Klo und ganz viele Spritzen. Alter, guck mal hier. Das Fenster blutet. Ich mach mal easy way out, okay? Vielleicht müssen wir es einmal machen. Ja, klar, ja, bist du tot. Aber vielleicht müssen wir es einmal machen. Sieht man doch, dass das Klo präpariert ist. Ja, aber ich dachte, vielleicht müssen wir das machen. Achtung, kann man hinten nicht irgendwas rumsägen? Guck mal hier. Kann doch irgendwas rumsägen an der Kette.
Ja, säg doch mal an deinem Schnippel. Ja, hab ich doch am Schnippel geschnippelt. Hast du mal am Schnippel... Vielleicht hast du den Schlüssel im Schniedel? Oh, das wäre mies, oder? Ein Schniedelschlüssel? Was willst du machen? Vielleicht Spalten? Haben auch irgendwie die Zombies sowas in sich. Weißt du, dass man sagen muss, hey, in irgendeinem Zombie steckt der Schlüssel, so im Gedärm. Au! Jetzt aber schnell. Darm! Darm mal Crack. Wenn man ganz vorsichtig ist, kann man ganz vorsichtig ist. Schama und Crack? Was ist für eine Sendung? Schama und Snack? Back. Schama und Back. Ah, oh, oh, boah! Alter! Sprengung. Was ist hier passiert? Das war aber nicht meine Sprengung. Fängt schon wieder an, ey. Wirft er wieder mit Granaten. Schnell, schnell, Spalter. Schnell, schnell, schnell. Spalter! Oh. Da drüben ist Munition. Ey, er hat hier den Lever. Wir haben Fusen, Sicherung. Wir haben eigentlich. Was ist denn mit den Bären? Kann man irgendwas runterschießen am Bären? Nee, raus ist die Frage. Touch the Teddy. Weißt du, so in die Richtung. Touch the Barnacle. The Bärnackel. M1, was ist das? Ist sie gut? Warte mal, in der Badewanne ist doch bestimmt irgendwas, oder? Hey, flüstert der hier was? Hat er eben gerade was geflüstert? So fast mehr die Flüsterwanne, oder? Ich hab doch da eben gerade was flüstern hören. Klatsch mir an die Klöten. Wir brauchen ja immer noch den Schlüssel. Ja, der muss irgendwo hier sein. Irgendwas muss man... Kann man die Tür nicht vielleicht jetzt irgendwie... Nee, hier braucht man einen Schlüssel. Hier irgendwas. Das dampfende Rohr vielleicht? Na schon, ist doch zweimal Punkte. Die Leute haben die Ahnung. Wer hat die Ahnung? Hat irgendjemand Ahnung, weil Geld... Ahnung. Guck mal, hier ist so eine kleine Notiz an der Wand. Ja, da steht, you are here. Aber sonst noch irgendwas wie... you have to go here? Ja. Ich hab Jigsaw ins Gesicht geschossen. Vielleicht müssen wir ihn anfassen. Auf die Nase fassen, glaube ich. Das war gar nicht. Oder? Ihr habt mir wieder an die Nase gefasst. Los, spring ins Spritzenloch. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, aber der hatte doch gebrauchte Spritzen irgendwie auch immer auf Toiletten. Ja, aber die Alte war doch irgendwie süchtig und musste deswegen ja, den Schlüssel aus der Spritzengrube holen oder so. Die alte ja, Spritzengrube. Der Fettsack da in diesem Stacheldraht, der war auch ekelhaft, ne? Ja, auch sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Der erste Teil war halt noch richtig geil, der hat so ein bisschen an 7 erinnert. Warst du so vom Stil her eher so auf Thriller getrimmt? Aber dann wurde es halt nur noch ekel, weil alle nur noch Folter sehen wollten. Ja. Was irgendwie schade ist. Zack, zack, Alter. Ey, kann man nicht irgendwie da an dem Ventrikel trickeln, trackeln? Ich hab da schon getrackelt. Das kostet 100, das kann man machen. Und dann steht wie, da open, es kostet einmal 100, oder wie? Kostet einmal 100 und dann steht da Press F to open door. Guck mal, da hinten bei der Badewanne ist da so auf einmal so eine Butterluke offen. Butterwanne? So eine belgische Butterluke, wo man immer bei einer Badewanne früher hatte. So, ja, aber da ist nichts drin in der Butterluke. Haben die Leute Ahnung? Was sagt denn der Chat? Was sagt der Chat eigentlich? Geld ich werd angefasst. Die Leute sagen Geldahnung, stell das Spiel auf Englisch. Das sagen die Leute. Nogger sagen die Leute, du bist guck mal, hier sind auch überall diese Sägen. Vielleicht die Sägen zweimal ansägen? Ich bin down. Oh, shitty. Alter, hier mal in die Ecke gehen. Ist Game over. Warte, ich komm erstmal hier raus. Töte erstmal was. Ich muss sie weglegen, wenn du mich retten willst, ne? Ja. Ich bin ganz weit hinten. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Warte, ich bratz die leer quasi. Aber du weißt, dass ich verbluten kann, ne? Ist ja schon bewusst. Und ja, du hast aber so viel Saft. Nee, mir läuft gerade richtig hart der Saft aus. Quatsch. Klar, mir läuft hinten und vorne die Schlonze raus. Hinten und vorne, ey. So, ich revive. Da unten ist ein Buntschuh, hast du gesehen? Ja, das sind irgendwie immer so komische Dinge. Da liegt ein Buntschuh rum. Wofür vielleicht irgendwas, was kann man denn mit den Bären hier machen? Weiß nicht, vielleicht irgendwo eine Granate rein? Der Bär, ne? Vielleicht muss man den Bär nackeln oder so? Ich lese jetzt mal den Chat. Achtung. What? Ich bin im Chat. Nein, ich hab War geschrieben. Ich hab War. Was will ich den Leuten sagen? Er will den Krieg. Schieß auf die... Ja, ich schieße. Aber kann mich nicht drehen. Irgendwas bebt hier. Was ist das? Irgendjemand stimmt mir hier ins Ohr. Jigsaw, bist du's? Muss doch irgendwas gehen. Decke, sagen die Leute. Die Decke. Was ist da oben? Hast du das jemals gesehen? Ja, da oben ist Zeug. Jetzt sehe ich es auch. Da ist ein Messer auch irgendwie über der Tür noch. Man,
Das, guck mal, hier ist aber auch so ein Kreuz dran. Warte mal, vielleicht brauchen wir das Messer. Nehmen wir mal Deckung, da kam schon wieder ein Blowjob rein. Aber hier ist so ein Kreuz. Hä? Was ist jetzt auf einmal für ein Glibber, der da hängt? Glibber? Ja, hier ist so eine Glibberwand, oder? Was ist das hier? Glibbergrube? Achtung! Glibbergrube! Hier steht irgendwas. Emergency Evacuation. Okay. Notausgang ist hier. Da oben ist irgendwie so ein China-Restaurant. Ein China-Restaurant? Aber man kann den Teddy irgendwie nicht touchen. Ich habe eben gerade am Teddy rumgespielt. Alter, liegen bei dir auch so viele Helme hier auf dem Boden rum? Ich gehe schon wieder down, Alter. Die Zombies ziehen mich dauernd in den Dreck runter. Warum? Warum lässt du das zu? Oh, oh. Wir müssen mehr forschen. Oh, oh, oh. No! Oh. Alter, die Karte ist ja übelst schwer. Aber wir sind okay, wir wissen jetzt schon mal, wie Strom geht. Und irgendwo da oben an der Decke gibt es irgendwas zum Anfassen. Das wissen wir schon mal. Okay. Okay. Bowie Knife schreiben die Leute. Okay, wir müssen irgendwie was mit dem Messer machen. Da war ja auch so eine... Jetzt ist es jetzt mit Geldahnung. Vielleicht müssen wir das Messer heiß machen und dann mit der Spitze vorne in die Strollerscharte schicken. Mhm. Nur dann ist Jigsaw befriedigt und sagt, okay, ich öffne euch den Raum zum Prinzenpaar. Prinzenpaar ist irgendwie auch so ein Wort. Mhm. Was stellst du dir für Leute vor, wenn ich sage das Prinzenpaar? So einer mit so einer blonden Perücke. Ja, und, ne? Und luschen Lippen. Geduschte Lippen? Luschenlippen. Ach so. Aber geduscht so leicht, sind die sicher auch. So leicht, als wären sie aufgespritzt, aber sind sie nicht. Sie sind von Natur aus ein bisschen spitz nach oben. Genau, so SpongeBob-Lippen, weißt du? Bob-Lips. Wer kennt sie nicht? Also der neueste Trend auf Instagram. Alle wollen Bob-Lips. Selbst hier Bibi Blocksberg Beauty Channel will Bob-Lips. Okay, er sagt, er braucht noch ewig für die Karte. Was stimmt mit dem Jungen denn nicht? Keine mehr? Ahnung. Gib ihm doch mal ein Brötchen oder sowas. Gib ihm doch mal so ein Brötchen. Eine Schrippe oder was? Ja, irgend sowas halt, wo man sich mal in die Backen klemmen kann. Dann geht's ihm besser. Ich habe heute gesehen, Quarkbällchen machen ist voll easy und voll lecker, aber auch voll ungesund, ne? Quarkbällchen sind ungesund? Du meinst wohl diese Mehl, Quäckelbällchen. Zucker. Ja, die man halt so dann frittiert auch noch. Warte mal, ich habe hier so eben gerade irgendwo, habe ich, ja hier, gehen wir mal Deckung. Nee, es fehlt noch was, du musst noch ein Teil finden, das liegt irgendwo hier am Boden rum. Hinten links in der Ecke unter den Rohren liegt, glaube ich, noch was. Hast du das schon gefunden? Nee, ich habe jetzt den Griff. Hier lag immer was, jetzt ist es weg, es liegt nicht mehr hier. Achtung, da kommen schon Zombies. Ja. Ich habe eine Sturmkanone. Ich habe noch was gefunden. Dann klebt da hinten hin. Noch eins fehlt. Vielleicht hier das Rohr drehen. Open Door. Jetzt haben wir hier in der Mitte dieses Ding geöffnet. Ja, guck mal, hier ist jetzt noch sowas davor. Muss man gegen das Knife schießen? Nee. Also ein Teil fehlt noch für Strom. Siehst du auch diese ganzen Symbole jetzt? Griff, Strom, Ding und... Ja. Spielekind hat einen Euro in Superchat donated, sehe ich gerade. Dankeschön, Spielekind. A magic door has opened. Ja, aber uns fehlt aber erstmal Strom. Wir wollen irgendwo noch ein Ding für Strom. Und du weißt, du darfst nicht ins Wunderklo langen. Wir brauchen noch so ein Ding. Aber vielleicht muss man reinlangen. Ich würde gerne vielleicht einmal reinlangen, wenn's. Nee, never. Oder vielleicht hat der Rollstuhlfahrer es in seinem Mund. Warte mal, hier. Jetzt haben wir doch alles, oder? Gib mir mal Deckung. Gib mir Deckung und mach Strom an. Er macht den Strom an. Der kleine Roman. So. Guck mal, hier ist ja auch noch so ein Quatsch. Und hier kann ich aber nichts machen. Ich komme an das Messer nicht ran. Aufs Kreuz schießen bringt auch nichts. Was, Kreuz schießen? Was ist das für eine illegale Technik? Huch, hier fliegen alle weg. Vielleicht müssen wir hier so eine Pharaoh. Vielleicht müssen wir das aus der Kiste looten. Oder wir müssen irgendwo an den Hebel drücken. Oder dreimal den Bären anspucken. Ich hab schon dreimal gespuckt an den Bär. Weißer Stern von Altonau, du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand, da nahm ich deine Hand. Weißer Stern. Da freut sich aber einer. Ja, klar.
Hier muss es irgendwo noch was geben. Ja, wir müssen unter... Leute schreiben das Bowie Knife, aber... Haben wir das What? Bowie Knife? Nee, ich kann da nichts machen. Gar nichts. Na, vielleicht mehrmals... Da muss man da mehrmals gegenmessern? Einfach? Mit unserem Standardmesser? Boah, Moment. Dafür bräuchte ich mal Ruhe. Wir müssen so lange tun, bis einer Affen hat. Wo waren die Affen? Auf welcher Taste? 3 oder 4 oder Q. Hast du denn welche? Ja. Nee, das waren Granaten. Hä, warum kriegen wir eigentlich diesmal keine Seelen und keinen Schnocker? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, sonst hatten wir immer so ein bisschen Schnocker in der Röhre. Wasserhahn schreiben die Leute. Ja, wir waren ja bei dem da hinten. Wasser. Wir hatten ja auch schon mal diese Tür hier weg. Aber frag mich nicht wie. Oh, 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 belgische Steppen. Oh nein. Auf welcher Taste sind Affen? Auf E. Nee, doch, versuch mal E. Doch. Ja, E. Hol mich schnell. Wirf noch einen Affe. Noch einen. Ja, wir haben hier Max Ammo. Oh nein, er ist hinten in der Ecke gelandet. Hä? Kannst du noch einen werfen? Noch haben wir Ammo, die ich holen kann. Er ist weggeflogen. Ich habe einen Affen in die Wanne und er hat angefangen zu leuchten und ist weggeflogen. Okay, jetzt muss ich es nehmen. Der Wasserhahn. Hier irgendwas? Ja, ich habe den Wasserhahn gedreht. Okay, der Wasserhahn. Das stimmt. Kann man irgendwie Wasser in die Wanne kriegen? Wow, ich gehe gleich wieder down, weil ich hier nur am Gucken bin. Noch ein Affen, bitte. Oh, oh, na, kein Affe. Oh, Mann! Ich stehe sogar noch, ich konnte nicht mal hinfallen. Badewanne, dort könnte der Schlüssel sein. Ey, ich will die Karte lösen, ich will die lösen. Ich spiele das jetzt so lange, bis wir es gelöst haben, diese üble Horrorkarte, Alter. Und den Bären mit dem Messer abstechen, sagen die Leute, können wir auch probieren. Okay, versuchen wir's. Okay, okay, wir versuchen mal ein bisschen rein zu dippern. Aber Geld an und braucht ja irgendwie noch 2 Wochen, hat er gemeint, bis er dippen darf. Ja, irgendwie ist, er braucht noch eine Dip-Genehmigung. Er hat keinen Dipschein für die Saison. Ne, jetzt habe ich Sword 2 ausgewählt. Wir haben noch Sword 2, Alter, der Albtraum geht weiter. Ach, der Albtraum geht weiter. Ja, war das der echte Untertitel von dem Film, oder? Wir haben noch Saw 2, der Albtraum geht weiter. Ja, der Albtraum geht definitiv weiter in Saw 2. Wie viele gibt's? 7? 8? Naja, es gibt jetzt schon Jigsaw, ne? Also es ist jetzt gerebootet. Ja, wir müssen die erste Tür wegmachen und die Tür messern. Aber müssen wir die mehrmals messern oder... Also müssen wir die ganz lange messern? Also hier ist schon mal ein Teil. So, ich mach mal hier das Rad in der Ecke. Dann geht die Tür auf. Kann ich jetzt schon an die Badewanne? Warte mal. Ich kann jetzt schon an der Badewanne drehen. Wie lange dreht man denn da rum? Männerzeit! Das ist hier die Botschaft. Blowjob umsonst. Da kam eben gerade ein Blowjob rein. Völlig umsonst. Ja, aber ein Ding fehlt ja jetzt noch, ne? So ein Teil für den Strom fehlt noch. Eine Banshee. Ach Gott, immer kriege ich diese Drecks. Banshee. Passiert da was? Nee, irgendwie nicht. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, es ist eine Eisentür und wir haben ein Messer, also. Wir brauchen noch ein Teil, ne? Ja, ein Teil fehlt noch. Dann haben wir wenigstens schon mal Licht hier drin im Kabuff. Aber wo ist das Teil? Hab den Bären gemessert. Geldahnung, wir machen heute Saw 1 und Saw 2. Hast du's? Ja. Oh, die Zombies brennen. Guck mal hier, der Ding dreht sich auf die ganze... Ich drehe da immer dran. Hm.
Ja, da hinten war noch was zum Rumdrehen. Kann man sich die Kette irgendwie messern? Vorsicht, Alter. Ja, ja, einer hatte sich hier durchgeschlichen. Kleiner Frechmops. Oh, endlich eine Waffe. Endlich mal eine gute Waffe. Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Hier unten? Guck in die Kiste. Wieso in die Kiste gucken? Nein, das kann es nicht sein. Der Rolli-Mann. Hat der Rolli-Mann denn nix? Nee, nee, der Rolli-Mann... Auf mich wirkt der Rolli-Mann aber sehr verdächtig. Aber guck mal, hier in der Badewanne ist ja nichts. Und wenn ich diesen Hebel drehe, der dreht sich zwar eindeutig. Bist du gestorben? Ja, ich habe eigentlich in die Kiste geguckt. Hä, ich habe jetzt alle Perks. Ja. Ich sag ja, vielleicht kriegen wir halt wirklich Sachen, wenn wir diese Kills begehen oder so. Du meinst also mit durch die Zeit hinweg. Guck mal, hier in der Mitte liegt ja auch noch ein Dude. Ja, da kannst du, glaube ich, eine Waffe nehmen. Da, hold F for Ammo, steht bei mir. Du denkst, dass wir müssen überleben. Ja, ich weiß nicht. Der Typ hat eine FFAR. Aber während du da rasierst, kann ich ja mal hier messern. Guck mal, das Ding dreht sich aber jetzt die ganze Zeit hier. Das dreht sich die ganze Zeit. Warte mal, hier ist ja auch noch so ein Gasding. Ich meine, es hat sich hier irgendwann geöffnet. Vielleicht müssen wir eine Weile überleben und es geht weiter. Lass halt mal ein bisschen in die Runden hochgehen. Die Runden hochgehen? Ja, lass doch mal die alten Runden hochgehen. Also ich messe hier und... Schon schade, dass du keine Lizenz hast, Fortnite zu spielen, ne? Ja, das ist... Da muss man natürlich ganz oben in den partikulären Kreisen verkehren, ne? Ja, da muss man ganz oben mitmischen, um das machen zu dürfen. Die ganze Zeit Insta-Kill. Ja, wir kommen schon mal voran. Vielleicht. Oder können wir irgendwas bei dem hier machen? Irgendwas drücken? In die Nase wegschießen? Weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht! Ich weiß es nicht. Komm, wir messen an die Tür. Aber das bringt doch nichts. Guck mal hier oben, Bowie. Da ist so ein Kreuz. Guck mal links. Tut sich. Warte mal, gleich. Vorsicht. Ich will jemand berühren. Wenn ich jetzt messe, guck mal auf diesen Monitor. Passiert da was? Auf den einen da schon mal nicht. Nein, ich muss aber auch Zombies die ganze Zeit töten. Vielleicht muss einer messern. Nee, kann nicht sein. Guck mal, ich baller hier gerade alles an. Ich habe den Bär komplett durchpenetriert. Du musst Granaten durch den Raum werfen, eine bestimmte Stelle treffen. Wo waren nochmal Granaten gegen, ne? Okay, ja. Warte mal, ich werf mal nach oben Granaten. Ich treffe hier irgendwas da oben. Achtung! Hö, Geldahnung! Geburtenahnung! Er ist in the game! Sohnahnung! Ich hol ihn. Er ist Ron Perlman! Ron Perlman, Alter! Was geht mit ihm? Geldahnung weiß, wie man das macht, oder? Also, oh, ich komm später, ich muss mir mein Ron Perlman Schiebermützen-Outfit noch anziehen. Ja? Also, Geldahnung so, ja, ich hab den Schlüssel mitgebracht, weißt du? Irgendwie höre ich jetzt gerade den Typen wieder was flüstern, du auch? Jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Geschichten. Damals im Krieg! Damals, als ich noch kein kleines Fahrrad hatte! Nee, hier kannst du auch nichts mitnehmen. Die Leiche irgendwie was mitnehmen, geht auch nichts. Ich glaube ja, wir müssen einfach... Ein Aufzug, wir brauchen einen Drecksaufzug. Die Karte ist einfach zu anspruchsvoll für uns. Ja. Oder wir müssen uns gegenseitig hochstapeln. Hochstapeln müssen. Wow, ich werde angetatscht. Ihr müsst zu Rolli. Der Rolli hat doch nichts. Der hat doch nichts, der Rolli. Hey, da oben ist jetzt ein Bowie-Knife.
Da oben ist ein Bowie Knife drin. Habe ich genug gemessert? Genug gemessert? Keine Ahnung, aber da ist ein Bowie Knife jetzt drin. Kann man es kaufen oder so? Keine Ahnung. Reicht noch nicht vielleicht. Nein, du wirst nicht lesbisch, wenn du hier an der Schachtel knapperst. Meine Mama hat gesagt, ich muss nur den Teppich hier lecken. Hol du ihn, ich geb dir Deckung. Nein, guck mal, hier ist ein Bowie. Alter! Vielleicht habe ich irgendwas getroffen da oben, vielleicht stimmt es mit den Granaten, weil ich muss mal da oben ein kleines Männchen anfassen. Ja, vielleicht habe ich auch einfach genug gemessert. Das wissen wir aber nicht. Nur einer weiß die Antwort. Jesus. Jesus. Geldahnung hat einen Bowie Knife. Wieso hat der einen Bowie Knife? Hä? Warum hat der jetzt einen Bowie Knife? Unverahnung. Oh Gott! Er hat einen Bowie Knife. Hat der Rolli irgendwie drum gebeten? Ne, gib mir mal einen Bowie, Rolli. Geh doch mal hier hinten hin, kannst du nicht da irgendwas durchschneiden? Das ist so eine komische Kette. Guck mal, hier sieht man doch auch noch eindeutig andere Räumlichkeiten. Ja, irgendwas ist hier noch. Guck mal, hier ist zum Beispiel so ein komischer Raum mit Zahlen und so. Das ist doch noch voll den Deep Shit hier. Ich hab einen Bowie Knife. Wie? Wo? Muss ich damit jetzt die Tür messern? Ja, und eure Tür, die ihr die ganze Zeit messern wollt. Munition! Habt ihr einen Bowie Knife? Du musst von der Kiste... Oh mein Gott, was ist das für ein ekelhaftes Teddy-Ding da? Du musst von der Kiste aus zum Bowie Knife springen. Hä? Du kannst auf die Kiste drauf und dann kannst du hier so... Jetzt habe ich auch eins. Okay, aber guck mal, hier unten ist doch so ein Hebel. Geht doch bestimmt irgendwas. Gib mir mal Deckung. Ich muss mal 100-mal dagegen messern. Ist der Kolben durch ist. Ist irgendwas passiert? Vorsicht, geht weiter, hallo. Gib mir Deckung. Geht nicht. Sag mal, wo ist eigentlich Geldahnung? Ach da. It's a trap oder was? Du hast das Game geplayed. Krieg ich jetzt irgendwas? Ich hab immerhin... What? Wie darf man jetzt nicht an die Truhe ran, oder was? Also wenn da steht, play a game, dann nicht. So ein Wichser. Ja, und jetzt? Denkst du wirklich, dass wenn man lange genug gegen diese Tür aus Clipper schlägt, dass irgendwas passiert? Dass wir uns hier rausgraben? Granaten in die Kiste. Granaten in die Kiste. Ich bin down. Kacke. Geldahnung ist reviving. Achtung, Achtung! Er trägt alles bei dir! Shit. Schwerste Karte aller Zeiten! Nee. Boah, ist die Karte mies. Den Teddy abschneiden. Messer doch den Teddy runter. Okay, das könnte sein. Haben wir das schon getestet? Ey, die Leute sagen die ganze Zeit, du hast den Schlüssel schon. Was? Ich hab den Schlüssel schon? Wo? Nee, ich hab den nicht. Ich hab... Wo? Ich nix hab einen Schlüssel. Nix hab einen Schlüssel. Ich nix Key? Ach, weil ich... aber nicht Key. Muss die zwei weißen Kisten kaputt schießen, die Säge in der Ecke. Zwei weiße Kisten kaputt schießen? Kaputt schießen? Hä? Cappuccino? Teddy Messer eine Cappuccino-Kisten? Was? X, schreiben Leute. Bei der Badewanne liegt eine Säge. Kies. Wo sind die Keys für die Tür? Ihr hattet den Schlüssel schon. Hä? Wo hatten wir den Schlüssel schon? Wird den eingesammelt. Schneiden, schreibt einer. Schneiden. Einfach so. Irgendwohin schneiden. Jetzt nur die Frage, warum ist das Bowie Knife erschienen? Weil ja, ich gemessen habe. Wahrscheinlich, nee. Weil ich wahrscheinlich... Doch. Habt ihr alles?
Angeblich nee, soll man Kasten hier die... fehlt noch. Aber wir haben doch schon versucht, alle Sägen hier aufzuheben, oder? Kasten fehlt noch. Der Kasten ist hier. Nur, ich bin gegamed. Warum wurdest du jetzt schon gegamed? Keine Ahnung, ich wurde jetzt schon gegamed. Guck mal, Black Relaxo hat gesagt, er donatet 1 Euro in den Superchat. Dankeschön, Black Relaxo. Das ist schon sein 4. Euro, glaube ich. Hier, in der Mitte liegt eine große Säge. Sälensammler-Säge. Und eine Magic Door hat sich geöffnet. Guck mal, ich gehe jetzt nochmal hier an die Badewanne und fummel hier ein bisschen rum. Dann gehe ich nochmal da hinten in die Ecke und fummel da noch ein bisschen rum. So, ich hab so jetzt habe ich die Magic Door geöffnet. Hast du einen Bowie Knife, ja? Bowie Knife haben wir auch, ja. Und da werde ich jetzt gleich den Bären runterschneiden. Und geht das? Nee. Nee. Kann den Bären nicht runterschneiden. Ich glaube, man muss ja die Tür messen, ne? Was? Nein, das ist. Er geht doch kein. Hä? Hast du ihn gehört? Död, hat's eben bei mir. Jetzt guck mal, das Gitter ist weg. Gitter ist weg. Gitter ist weg, warum? Wahrscheinlich habe ich da oben eine Granate irgendwas getroffen. Das war doch vorhin auch schon so mit einer Nate. Ich glaube nicht an diese Messergeschichte, die du uns dauernd auftischen willst. Und was ist mit der Kistengeschichte? Ja, welche Kiste muss man denn abschießen? Ah, die da vorne oder was? Ah, vielleicht muss man doch den Bär öfter messen. Meint ihr, oder? Warte mal, ich messe mal hier dagegen. Nee. Rolli, irgendwie muss doch Rolli auch noch eine Bedeutung haben. Ja, Rolli ist eine Falle. Messer den Bären. Die Karte ist fake, man kann sie gar nicht durchspielen. Was gibt's denn da oben? Es gibt doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit da hoch. Du meinst also, wenn ich hier weiterhin drauf messe, passiert irgendwann was? Vielleicht. I don't think so. Vielleicht ist es auch wellenabhängig. Meinst du so, man kriegt den einfach mit Welle 11? Was weiß ich? Hier den Kanaldeckel abschießen oder so. Ich muss es wissen. Ich muss es wissen. Damit irgendwann mal wieder ein John Cena gespendet wird. Kennst du noch John Cena? Boah. Gott, ist das lange her, ne? Ist es lange her. John Cena live. Kannst du dich an sowas erinnern? John Cena live? Ich nicht. Hey, die Leute sagen, du musst die Säge aufheben. Ich kann gar keine Säge aufheben. Die Säge kann man nicht aufheben. Man kann nur hier ins böse Klo langen, aber das geht niemals gut aus. Und Eric Cartman sagt, in Runde 11 kriegt man einen Schlüssel. In Runde 11? Okay, dann überlebe ich jetzt bis Runde 11. Lass uns einfach bis Runde 11 überleben. Ey, kann man keinen normalen Quick Revive kaufen? Doch, vorhin konnte ich den kaufen, aber den hier nicht. Da stirbt man von. Guck mal, das ist schon Runde 10. Aber hier läuft dann auch... Oh, 10 Euro, Monopol von hinten aller... Jetzt habe ich nicht lesen können. Kannst du es noch sehen? Von hinten aller Berghain. Ach so, Dankeschön, Mono. Monopol. Pol. Mein Name ist Monopol. Popol. 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 Mein Name ist Harry Asshole. Ja, jetzt will er bestimmt dich wieder an die Kiste locken. Zombies! Geldahnung, nicht wieder ins Klo fassen. Zweimal Punkte! Okay, 11.
Und, wo ist hier ein Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Habt ihr einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Also ich sehe nichts. Ich hier nichts habe einen Schlüssel. Ich wollte mich anfassen. Hat er gesagt, es gibt keinen Schlüssel. Den Bärenmessern, bis man den Schlüssel kriegt. Ab Level 11. Wow. Was? Ich hab die Tür aufgemacht. Wie? Ich hab sie aufgemacht. Hast du einen Schlüssel bekommen? Ja, aber wie kriegen wir es? Wie geht's hoch? Aber Moment, da steht Press F at your own risk. Geldahnung. Geh mal wieder raus. Ich geh mal wieder raus. Ich hab F gedrückt gehalten und die Tür gemessert. Und das ist jetzt kein Witz. Ja, komm, Alter. Ja, wirklich jetzt. Oh, endlich Munition. Ui, hier ist eine Kiste auf der Kiste! Die Kiste auf Kiste! Da war eine Kiste auf Kiste! Das ist wieder ein Gameplay! Hä, wo ist Dr. Geburt Ahnung? Wo ist der hin? Oh! What the fuck? Ich bin oben! Ich bin oben! Aber was mach ich da oben? Ich meine, jetzt hänge ich hier oben rum. Leute? Leute, ich bin oben! 2 Euro von MD, keine Ahnung, du bist der Beste. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen an MD, keine Ahnung. Alter, Leute, ich bin hier oben. Ich auch. Da ist eben gerade was durchgefahren bei mir. Und ist doch so ein Superschuss. Alter, was ist das hier für ein Abfuck? Kannst du jetzt den Bären abschneiden? Weiß nicht. 110 Euro Mecash! Die Reste, die Seiko lässt, bitte mit Kreis teilen. Alter! 110 Euro! Dankeschön, Mecash! Da kam diese Klimperkatze, das geht direkt auf Seikos Konto. Ach so, Titty Stream. Ja, aber wie kommen wir hier rüber, Leute? Ah, ich weiß es nicht. Warum bist du jetzt tot? Ja, weil sie mich ich wurde runtergeschoben von ihr, da kam irgend so eine Keule! Ja? Da sind Dinge passiert. Alter, Naschahnung. Komm schon, Nassus! Boah, Nassus Lapsus. Ja, das ist Munition. Ich werde angefasst von hinten. Und ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Nicht grobschen. Nicht grobschen, hab ich gesagt. Warte mal, ich glaube, du musst da hoch und dann ganz schnell auf dieses Ding hier, wo da vorbei... Da kommt irgendwie so ein... Hä? Da war so ein Ding, so ein... Da war so ein Ding? Da kommt eine Wand, da kommt eine scheiß Wand. So, pass auf, es kommt hier so eine... Oh no, ich... Kacke, ich wäre beinahe... Das Ding ist ja super schnell. Der Fahrstuhl geht nicht mehr. Kaputt? Kid, wie der Fahrstuhl ist kaputt. Ist kaputt! Ja, das hast du wieder gut gemacht. Double points. Hä, eben gerade. Geht nicht. Geht nicht mehr. Außer Betrieb. Eben gerade war es wieder. Kann den Fahrstuhl nicht mehr verwenden, du? Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Hier steht die ganze Zeit was. Ich glaube, wenn Zombies zu nahe kommen, kannst du es nicht machen. Oder er ist verbuggt. Nee, jetzt hier. Hä? Jetzt wieder weg. Er geht nicht mehr. Oben ist die Klappe zu. Wir haben ihn kaputt gemacht. Er sagt auch irgendwie not anymore oder sowas bei mir. Nie wieder darfst du den Fahrstuhl verwenden. Warum bist du jetzt gestorben? Das war ein Unfall. Er macht den Fahrstuhl nicht mehr. Fahrstuhl ist kaputt.
Vielleicht darf man ihn nur viermal verwenden. Nein, ich kann ihn nicht verwenden. Leute, irgendeine Idee, warum man den Fahrstuhl nicht verwenden kann? Boah. Oh. Was war das denn, Alter? Fuck it. No. Nee. Boah, wir sind so nah dran, Alter. Wir sind so nah dran. Kloppt mal noch ein paar Herzen raus für Mikash. Sorry, ist gerade ein bisschen untergegangen. Aber der Mann, Alter, braucht ja Liebe. Der Mann braucht Mikash. Liebe. Alter, wir sind so nah dran an diesem Saw-Rätsel. Zum heftigen Saw-Rätsel. Weiter, ja? Ja klar, Alter, es gucken 3400 Leute zu. Lasst mal ein paar Likes da. Lasst mal ein paar kräftige Likes da. So, jetzt gewinnen wir das Ding, Alter. Wir gewinnen es. Das Ding ist, dass YouTube 40% von allen Superchat-Einnahmen bekommt. Sind es wirklich sogar 40%? Das ist mega dreist eigentlich. Ey, YouTube weiß, wie man Geld verdient, ne? YouTube weiß, wie man alles rauszieht. Ey, Keystore, dann, keine Werbung, dann, aber... Dann dein Netzwerk, ne? Kommt ja auch noch dazu. Ja, das Netzwerk bekommt auch nochmal 15%. Also 55% geht weg. Das wenigste bekomme ich, der die Arbeit macht. Das ist schon traurig, ne? Ja, so läuft das. Influencing und so, weißt du? Kannst dich ja noch ein bisschen verhuren. Dann noch 40% Steuern. Ach, dann ich, Scheiße, ey. Ja. Dann habe ich sogar noch Schulden. Sie schulden uns Geld. Dann habe ich noch Schulden. Ja, sie schulden uns jetzt Geld. Aber jemand hat bei mir gespendet. Sie schulden uns Geld. Roman? Man muss auch den Hebel untermachen, Freunde. Was, ne? Was ist mit Roman? Guck mal, der flüstert mir die ganze Zeit schmutzige Dinge ins Ohr. Ja, ja, er ist ein Flüsterer. Ja, geil. Ich habe keine Waffe. Und keiner traut sich an die Kiste, weil jetzt wieder Spiele gespielt werden müssen. Hier in der Mitte ist auch eine Waffe. Wo denn? In der Mitte auf dem Boden bei dem Typen. Einfach über den Typen laufen und F drücken. Was? Da gibt's eine Gratiswaffe? Das ist, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir hier wieder an dem Waschbecken rumtriekeln. Hallo, geh doch mal! Ja, was denn? Ich hab mir nur die Magic Door geholt. Nee, du wolltest das Messer hier. Wieso hab ich jetzt hier eine Sniperwaffe gekauft? Ich wollte das Messer! Hab ich's schon? Nee. Ja, aber wie jetzt? Hier ist ja noch ein. Das kann man zerkloppen? Ja klar, hier so und dann. Ja, wo denn? Ich halte das für ein absolutes Gerücht. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, man kann es zerschießen, pass mal auf. Schießt es gegen alles. Gegen absolut alles. Irgendwann werde ich schon irgendwas treffen. Den Bären streicheln. Du musst beim Fahrstuhl zur Wand gucken. Dann schlag du weiter auf die Tür in der Hoffnung, dass was passiert. 5 Euro von Mika, ich sollte eigentlich ein Cena werden, hatte es wohl falsch in Erinnerung. Waren es 150 Euro? Nee, es waren schon 100 Euro, aber ich glaube, es geht über den oberen Link. Du hast 110 gemacht. Ich glaube, es müssen genau 100 sein. Ich habe bei mir beides synchron laufen. Ich bin einfach krasser. Tippi und Ding. Ja. Echt? Hast beides jetzt? Ja. Ja, weil viele Leute gesagt haben, wegen Paysafe-Karte. Ja. Deswegen habe ich... Ja, ich habe... Also hast du jetzt 2 Spendenlinks, aber, oder? Ja, klar. Aber ich werde das vielleicht auf einen reduzieren können. Machst du dann auch bald Twitch und YouTube-Streams? Nee, das nicht. Doppel kassieren? Ja, du hast halt bei Twitch noch dieses ganze Kleinzeug halt, diese komischen Gems da hier, wie heißen die... Ja, guck mal hier, das Ding. Ich glaube langsam, es öffnet sich irgendwann automatisch. Das Messern ist ein Mythos. Das war nur Zufall. Das Gitter zu öffnen, musst du eine Granate werfen. Welches Gitter? Na hier, vielleicht doch eine Granate. Guck mal, ich werf nochmal eine Granate da oben hin. Aua! Hinten rein.
Mr. Kerl. Welches Gitter denn? Alter, ist es fies. Guck mal, jetzt ist da alles in einem irgendwie. Das ist ja voll ekelhaft. Die Mystery Box und Wanna Play a Game. Ja, dieses Gitter, wo der Fahrstuhl ist, das willst du ja öffnen. Jetzt, guck, jetzt. Ist offen. Ist offen. Tschüss. Okay. So, und jetzt? Verschwende nicht unsere Fahrstuhlfahrten. Moment, jetzt muss man hier diesen Klotz rufen und dann... Oh, man kann aber auf dem Ding irgendwie nicht springen. Komm mal mit. Komm mal mit in den Stuhl. Komm, warte. Geldahnung hat die Tentakulis, oder? Pass mal auf. Und hier oben kannst du hier hin. Da kannst du was... Geh mal hier raus auf die Kante. Und dann, wenn die... Ich drück jetzt mal, dann siehst du gleich so einen Klotz hier. Ah, Mist, da musst du schnell drüber rennen. Hast du gesehen? Ja. Er hat mich runtergeschubst. Ja, da muss man wirklich schnell sein. Das ist ein bisschen tricky. Du kannst nicht springen auf dem Klotz, ne? Bist du drüben? Nee, keiner. Okay, da kommt... Auf der anderen Seite kommt der Hammer. Auf der anderen Seite bist du runtergeschubst, oder was? Mhm. Ah, ich wollte mit. Spät. Oh, Kacke. Ich wollte mit. Ah, der fährt ja noch mal eine Runde. Eine Runde geht noch. Okay, auf der Seite und dann... Ah, ich bin drüben! Okay, nice. Was passiert jetzt? Kannst du was Cooles machen? Ich kann dir eine Tür öffnen. Oh, ich komme ins Zorlabor. Zorlabor. Und noch eine Tür. Alter, in die... Oh mein Gott, in den Matt Damon Room. Der Matt Damon Room? Kommt mal hoch. Könnt ihr hoch? Tja, der Papa hat's mal wieder hier. Schau mal hier. Oh, eine Speedcola. Alter, wenn du da hinkriegst, kriegst du richtig Nebel. Boah, ist das hier eine irische Dampfsauna? Der Papa hat's aber hier, ne? Der Papa? Lass das mal. Alter, wenn du hier in dieses Kondom reingehst, ist ja abgefahren. Ach, Quarantäne-Kondom. Ich bekomm Schaden. Beeil dich mal, wir bekommen hier langsam irgendwie Damage. Ich bekomme kontinuierlich Schaden. Oh Gott! Komm hier. Da war ein Sägeblatt. Alter, ist die Karte heftig. Hier sind Ketten. Kinderbilder. Also hier schreibt einer IAID schlecht. Keine Ahnung, was das heißen soll. IAID schlecht. Aber hier sind Ketten. Aber guck mal, hier ist auch wieder so ein Zylinder. Ketten von Avalon. Robb doch mal durch. Ich kann nicht, Robb Stewart. Was ist hier für ein Knopf? Machen? Soll ich den Knopf da drücken? Nennt es einen Knopf. Geldahnung. Du, ein Blitz. Oh. Blitzahnung. Blitzahnung wurde geblitzt. Ja, oh, das ist eine Säge. Ich komme um die Ecke so, hallo. Was? Ja, und jetzt? Warte mal, da hinten ist doch ein Knopf. Da hinten ist doch ein Knopf. Soll ich den mal drücken? Guck mal, das sind so Bilder von Kindern. Oder kann man hier bei dem Ding irgendwas machen? Guck mal, hier ist auch noch was. Drück mal den Knopf. Okay, muss ich den im Stehen drücken? Stell dich mal, hier kann dir ja nichts passieren. Stell dich mal. Mein Kleiner, stell dich ein hier. Ich drücke, passiert was? Hörst du was? Nee. Nee. Hm. Und hier drin kriegt man Schaden, Hier drin kriegt man langsam ein bisschen Schaden. Im Gummiloch. Was ist denn hier mit dem anderen Saunaloch? Ist das eine Falle? Spring doch mal rein. Könnte auch The Cube sein hier, ne? Ich bekomme immer noch ein bisschen Nebelschaden, du auch? Nee. Ja doch. Oh, ich bin wieder unten. Ich bin unten im Fahrstuhl. Hä? Ich bin ganz weit unten. Warum bist du im Stuhl? Ich bin einfach durch die Decke gefallen. Wir können dich nicht holen, weil hier oben ist zu. Ja, aber bei der nächsten Runde komme ich ja wieder. Oder ist Geldahnung da? Nee. Hä? Da ist ein Zylinder unten. Geldahnung ist da. Der Boden füllt sich mit Schleim. Wie kommt ihr jetzt wieder hoch? Naja, wir können, glaube ich, den Fahrstuhl wieder verwenden. Wups. Ja, es geht wieder hoch. Der geht noch, der Fahrstuhl. Aber irgendwas muss man hier doch mitmachen, mit diesem Dampfraum. Guck mal, da links. Warte mal, was kann man denn hier machen? Oder am Waschbecken.
sollen mal den Behälter anschießen. Ist da noch was? Ah, wir können uns hier so Hessen-Suits holen. Ja, aber der Hessen-Suit, ich kann ihn nicht, er suitet mich nicht. Nee, mich auch nicht. Da kam eine Spende rein. Was ist denn hier? Haben wir hier gedreht oder so? Okay, jetzt kam schon wieder eine Spende, achte mal drauf. David, wir brauchen unbedingt den David Hazard-Suit. Irgendwas sollen wir mit dem Messer machen. Wie kriegen wir denn so einen Anzug? €20, Linus, Subnautica, richtig gut. Dankeschön, Linus. Ja, ist ein Hammer-Game. Ist ein Hammer-Game. Oh, ich sehe da was. Man kann da rein. Da ist eine Tür da unten. Oh Gott, ich werde hier sterben. Ja. Könnt ihr mich wiederbeleben? Ja, ich komme dran. Okay, ich werde mich opfern fürs Team. Ich gehe da unten die Tür holen. Ich versuch's. Ich komme hier eh nicht mehr raus. Nee, wenn du einmal drin bist, bist du drin. Hab die Tür geöffnet. Bin komplett aufgelöst, aber ich hab die Tür geöffnet da unten. Macht was draus, Jungs. Macht was draus. Ich hab unten eine Tür geöffnet. Könnt ihr denn nicht diesen Hazard-Suit holen? Nein, ich kann den Hazard-Suit nicht holen. Oh, es ist frei. Ich hab's frei gemacht. Jo, geh mal zur Geldahnung in diesen Klingenraum. Ich hab's frei gemacht. Oh, der Klingenraum. Free. Jetzt müsst ihr da rüber springen, oder wie? Das ist ein Parcours. Ich weiß nicht. Ja, 100 pro. Das ist absolut Parcours. Guck mal, du kommst an der Seite hoch. Wieder. Ja. Was ist, wenn du da auf das eine gehst? Geldahnung ist down. Warum? Jetzt auf das Rohr. Na, der hat wieder dieses blöde Säge berührt. Jetzt gehen wir auf das Rohr. Jetzt hol ihn erst, oder? Ja, wenn ich da wieder hinkomme. Ja, sollte ja gehen. Komm schon, Alter, wir sind kurz davor, das zu lösen. Du bist doch der Jump'n'Run-Gott, dachte ich. Der Jump'n'Run-Gott. Warte noch, ja. Ey, fast. Oh, du musst schnell irgendwas machen. Schnell da drauf. Es rührt mich. Du wirst langsam aufgelöst. Ich werde langsam aufgelöst und die Rührpaste. Wir waren so kurz davor. Okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir schaffen die Karte noch, Alter. Oh, ich habe die scheiß Falle aktiviert. Aber irgendwie ist sie cool. Irgendwie macht das Spaß. Oder nicht? Es hat so ein Widerspiel. Leute schreiben F halten, aber ich habe F gehalten. Sag gehaltet, sonst verstehen die. Gehaltet. Nein, natürlich nicht. Wir arbeiten hier mit den intelligentesten und potentesten. Die Fortnite-Community kommt erst morgen früh. Aber wo hätte ich? Ich hätte nach rechts laufen sollen wieder direkt. Dann wäre ich wieder. Die Fortnite-Community. Wir haben ja noch dann Sword 2, ne? Also, liebe Freunde. Was hast du vorhin gesagt? Sword 2, jetzt wird's cremig oder so? Jetzt wird's höllisch. Jetzt wird's höllisch hart. Jetzt noch teuflischer. Hart härter höllisch. Jetzt noch hartherziger. Jetzt noch haariger. Jetzt wird's haarig. Jetzt wird's ernst. Die Leute sind heute nicht so like-freudig irgendwie, ne? Also ja, aber Fortnite so liken die immer kräftig. Das ja, aber auch da, die Dislikes, ja, aber, die gehen bei Fortnite aber auch schneller im Schnitt. Ja, weil da immer wieder irgendwelche Erwachsenen sind, die denken, ihre Männlichkeit oder ihre Erwachsenheit wird bedroht durch ein Spiel, das bunt ist. Ist auch. Ist nicht so, nee. Doch, da kriegst du. Spiele müssen Spaß machen, verstehst du? Da kriegst du einen Hänger, wenn du das siehst. Spiele müssen Spaß machen, egal ob die bunt sind oder so. Spaß darum geht. Spaß ist wichtig. Gehen wir mal Deckung. Spaß. Das ist wichtig. Gedeckt werden. Deck mich mal von hinten. Oh, erst so. Jetzt mach ich hier wieder Granatenscheiß. Ah, der Albtraum geht weiter, hieß der Film. Der Albtraum geht weiter. So, irgendwas mit einer Granate getroffen. Gehen und das Messer holen, habe ich schon mal gemacht. Hör, das ist jetzt eine Holztür. War die schon immer da? Du hast denn jetzt eine Holztür? War die schon immer da? Nein, auf gar keinen Fall. Hä? Das ist ein. Hä? Ich sehe die Holztür heute zum ersten Mal. Da ist eine Holztür. Ich schwör, Alter.
Ich schwöre auf Cola mit weg. Eis, da ist Holztür gewesen. Auf Cola mit Eis! Haben wir schon Bowie? Ich hab Bowie. David, oder was ist das neue Album? So, gehe ich da hoch. Bin oben. Kauf die teuerste Tür. Ah, Mist, runtergefallen. Knappes Ding. Nicht dahin. Kleine Rückstöße verkraftet er sonst gut. Ja, bin drüben. Okay, sehr schön, schön geglitten. Jetzt sehr den schön hier geglitten. Und den hier. Und jetzt halten. Ja, ich halte, Freunde. Wie, was? Den hier, was ist? Ich halte den Anzug, ich will den Anzug holen, aber... Krieg ich auch nicht hin, das Ding! Ich hab ihn auch nicht hingekriegt! Oh, ich hab hier immer noch Schaden. Ja, du bist nicht bunt schon genug. Anscheinend. Not the buntest shoe. Otzlöffele. Ich halte gedrückt. Nichts. Ja, nichts. Ja, ohne den Anzug wird's cremig, ne? Weil die Zombies hängen ja alle da unten. Das nächste wird ja irgendwie so ein Parkour-Ding. 2 Euro von der Fette. Dankeschön. Der Fette und der Nette. Aber guck mal, irgendwann hat ja Soßen-Ahnung auch was geschafft. Soßen-Ahnung? Guck mal, hier ist jetzt auch so ein Ding. Beende manche Welle, komm mal zu uns. Ich spiele hier rum. Ja, aber lass mal die Zombies Zombies sein, weil dann können wir noch eine Welle beenden, wenn jemand stirbt, und komm halt rüber. Wäscht. Ja, aber seid ihr jetzt schon durch den Parcours, oder was? Ja, ja, wir sind schon durch den Parcours. Parcours 1 ist gelöst, aber wir haben keinen Hazard-Anzug. Entweder ist das Ding verbuggt oder wir sind zu blöd. Das ist hier die Botschaft. Blowjob zum Sonst. Hier ist eine Wand. Was soll das bedeuten? Warte mal, ich geh jetzt da auch rüber. Oh, ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Toll, ich rutsche runter. Sie rasieren mir die Eier. Da kam eine Spende rein. Ich sagte, Sie rasieren mir die Eier, Mr. Thompson. Die Eier. 30 Sekunden halten, sagen die Leute. Ja, hab ich eben. Ich hab eben ewig lang gehalten. Ja, aber 30 Sekunden ist schon lang. Ja, aber da drüben war ja auch noch eine Wand. Goblin LP, guten Abend, Kies und Kreis, auf einen schönen Streamabend. Ja, dir auch. Dankeschön. Paul, auf Nacken, oder wie sagt man das heutzutage? Warte mal, das ist doch der Blutraum da drüben, wo jetzt Geburtenahnung ist. Der Geburtenahnungsraum? Und dann hier ein ewig langes Ding. Guck mal, ob du es lesen kannst. Wollen wir mal Danke sagen für die ganzen vielen Videos, die du uns machst. Ah, und schon ist weg. Für die ganzen Videos, die du uns machst, weiter so. Und ich hoffe, es geht dir besser, nachdem du im Krankenhaus warst, alter Mann. Danke. Oh, wow, mir geht's besser. Und danke für deinen Spender. Oh, jetzt hier so hin, da so drauf. Zwar im Sinn, jetzt werde ich aber hier die ganze Zeit runtergeworfen und bin hier und hab den Jigsaw hier drüben. War im Sinn runtergebimst und du hast den Jigsaw. Ja, hier. Also das mit diesem Anzug hier ist voll der Fake. Ja, ich bin jetzt hier in so einem Jigsaw-Room. Jig-Room? In so einem Gigolo-Room. Bestimmt Fake mit dem Jigsaw-Room. Um die Leute zu verwirren. Ja, ich sag dir, wir müssen irgendwas in der Blutkammer da unten machen. Die ist noch ein ganz heißes Eisen. Blutkammer? Ja, in der Blutkammer. Die Blutkammer. Aber ich komme da nicht mehr hoch. Die Säge. Ich vergesse immer die scheiß Säge. Ja, die darf man nicht vergessen. Also hinten geht nicht auf in der Blutkammer, oder was? Ja, guck mal, wenn du hier in der Blutkammer bist, da ist noch eine kleine Tür. Geldahnung traut sich hinten in die Blutkammer. Nein, nein, da war ich schon, da war ich schon. Hier, wenn du hier... Ihr müsst zu mir. Hier ist noch eine geheime Tür. Wo ist noch eine geheime Tür? Hier schreiben Leute, wir sollen links laufen, das müsste man abschießen. Ich will jetzt noch diesen Anzug testen. Ich halte es 30 Sekunden gedrückt. Mir ist es kackegal, ich will diesen Anzug. Ich krieg keinen Anzug.
Ich krieg keinen Anzug, nee. Oh, ich hab den Jigsaw abgeschossen. Und jetzt, was passiert? Ist was aufgegangen. Echt jetzt? Kachelgang. Ich bin im Keller, ja. Aber was ist denn mit dieser einen geheimen Tür im Matt Damon Room? Oh, hier sind Sägen. Okay, Vorsicht. Warte, ich komm zu euch. Ja, was ist denn mit dieser Secret... Oh, da ist wieder so ein Typ im Rollstuhl. Was ist denn mit dieser Secret Matt Damon Room Tür? Okay, soll ich hingehen? Soll ich hingehen? Warte, warte. Wow, sieht ja krass aus. Wow, was ist das? Was habt ihr aktiviert? Ich hab nichts aktiviert. Ich bin tot, holt mich. Hol mich. Ja, geil, was? Seid ihr blöd? Seht dabei zu, wie ich ausblute. Alter, die Musik. Alter, let the games begin. Was, jetzt geht's erst los? Ja. Ich wette, man muss da hochkant irgendwie dann noch... Wow! Kann man hier zerquetscht werden? Moment, wir sollten nicht alle auf einmal auf die lustige... auf die lustige! Es dreht sich! Ich glaube, man muss auf die andere Seite kommen, kann das sein? Ja, ich denke schon, aber... Out. Nein, auf die andere Seite von dem Drehding vielleicht sogar. Ich glaube, da ist hier so ein Zaun. Kacke. Du meinst, diesen angeknacksten Zaun, da muss man hin. Hat das überhaupt noch was mit Zombies zu tun hier? Das ist Jigsaw, ey. Le Jigsaw? Le Jigsaw! Le Jigsaw! Le Jigsack! Alter, das ist voll verwirrend. Ich glaube, man muss irgendwie da durch. Wir sind ein bisschen schlecht. Wo durch? Du kommst da nirgends so durch. Nee. Le Jigsack, Mann! Das wäre nicht von da. Guck mal, hier kann ich auch an der Seite so ran. Le Jigsacke? Dann bin ich hier da hinten. Ah, Le Jigsack! Ich bin oben! Wie hast du es gemacht? Le Jigsack. Ich bin hier rüber gehüpft, hier. Wie, an der Leiter oder wie? Ja, nee, hier, wo ich stehe halt. Du stehst auf der falschen Seite, deswegen. Ah, der Jigsack. Le Jigsack? Was? Oh Gott, hat mich wieder runterge... Le Jigsackt. Boah, ich krieg jetzt hier drunter her. Achtung, das ist absolut super krass gefährlich. Aber Kreis ist ein Teufelskerl. Er hat Bücher geschrieben wie... Warum krieg ich das nicht hin? Er hat den einzigartigen Le Jigsack-Sprung gemacht. Nee, ich bin immer ganz knapp dran. Okay. Le Jigsack. Man darf wohl nur in so einem ganz bestimmten... Hä, ich bin immer so knapp dran. Geldahnung und ich, wir kommen nicht hoch. Es darf nur einer hoch. Die Matrix erlaubt nur einen. Du musst halt den richtigen Punkt finden. Du musst so ein bisschen gegen von die Wand, der Wand springen, oder was? Nee, ja, so von der Wand wegstehen und dann am höchsten. Kann man nicht einen Wallrun so machen in BO3? War das nicht das. Kann man nicht Wallrun? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, oder? Man konnte doch Wallrun in BO3. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ihr könnt es anscheinend gerade nicht, wie ich gesagt. Hä? Ich bin immer. Wie sieht das aus aus deiner. Das sieht schon ein bisschen. Ja, guck mal, ich mach doch einen Wallrun, oder? Mann, nee. Hä? Alter, das gibt's doch nicht. Hat der das geschafft? Sack. Guck mal, ich bin immer... Bei mir ist wie so eine unsichtbare Wand. Ich glaube, das ist so ein VIP-Ding. Da darf nur einer hoch. Ihr springt zu früh. Ihr springt viel zu früh. Und du stehst zu nah an der Wand. Du musst ein Stück von der Wand wegstehen. Ich geh jetzt mal ganz auf die Kante. Da rutscht er bei mir einfach so runter. Du musst halt so ein kleines Stück noch laufen dann am höchsten Punkt. Du weißt, so zum höchsten Punkt. Da ist hackt, Alter. Der hat gehackt. Das gibt's doch nicht, Alter! Le Jigsack! Hä, ich bin so kurz davor immer! Er mit seinen Wallhacks hier. Ghost Mode aktiviert. Ey, komm, wir waren. Na komm! Ne. Du hattest mega Glück, das war irgend so ein Glitch. Das war mega skillig, no Glitch. Guck mal, ich komme da nicht drüber irgendwie, der rutscht bei mir einfach runter. Wenn er sich nur hochziehen könnte, das wäre so genial. Le Jigsack. Le Jigsack, das ist die Hymne, die Kreis gern mag. Kreis, mach's bitte nochmal, damit wir
Damit wir sehen können, wie du es gemacht hast. Nee, auf gar keinen Fall. Geldahnung ist oben, yay! Was? Was ist der Trick? Was hat er gemacht? Verrat mir deinen Trick, schöner Mann. Moment, ich rutsch runter, ich muss... Das gibt es nicht. Bin ich zu niedrig oder ich sehe es ja nicht bei dem blöden Drehding? Sag mal, ob ich zu niedrig bin. Ich weiß nicht, strafe doch einfach die ganze Zeit nach rechts quasi, während du schon an der Wand stehst. Weißt du, dass du die ganze Zeit an der Wand bleibst, dann hast du immer den höchsten Punkt. Und dann halt so am möglichst höchsten Punkt abspringen und rüber. Bin ich denn nah dran? Das gibt's nicht! Bei mir schiebt es sich immer wieder runter. Oh! Ja! Oh, Alter! Was für ein ätzender Sprung! Was für ein ätzender Sprung! Tim Bieler, 1 Euro, Dankeschön, Tim! 2 Stunden später. Jetzt muss ich hier an Kreis seiner Nudel riechen, weil ich hinter ihm krieche. Aber das ist auch einfach wegen den ganzen Disbelievern, weißt du? Die Leute glauben nicht hart genug und deswegen... Ja, was machen wir jetzt? Hier ist ein Knopf. Nee, da ist kein Knopf, da kann man Granaten kaufen. Messern und Äffen wieder? Äffen? Ich will keine Granate schmeißen, weil ich könnte mich eventuell verletzen. Nee, Granate. Hä? Hast du gerade gehört? Hier war so ein Rasseln in der Ferne. Das war meine Lunge vielleicht. Was könnte hier passieren? Guck mal, hier ist so eine Erhöhung. Schau mal hier. Kann man hier irgendwie... Nee. Oh, guck mal. Heck. Ach so, da warst du doch schon mal drauf, oder? Nee, war ich noch nicht drauf. Ja, aber ist Hack. Ist offen. Hier dreht sich was. Weil ich da irgendwas gedrückt habe. Das Rondell des Rudis. Rendezvous. Rendezvous. Komm, wir gehen zusammen rein, dann haben wir ein Rendezvous. Jacques Lösen. Ja, und jetzt? Was jetzt? Alter, ich weiß es nicht. Ja, wann hast du das letzte Mal über 4000 Zuschauer? Echt? Jetzt so viele, Alter? Na, bei Fortnite hatten wir das auch schon. Wenn wir in die High Rounds kommen. Hä? Ach, drauf geschissen, ich mach's jetzt auch. Oh nein, ihr geht einfach rein. Okay, warte mal, Geldahnung ist unten und du bist vorne. Ihr seid in 2 verschiedenen Orten. Alter, ich kann den Himmel sehen, die Sterne. Oh nein, ich bin unten. Das Gestirn. Ich bin runter zu Geldahnung gefallen. Ja, hier kommt man doch nie wieder jetzt hin. Kommt man nie wieder hoch. Geldahnung. Kann hier unten irgendwas drücken? Können wir hier machen? Schnitzen? Hieß, kannst du... Wow, was ist das? Du wurdest irgendwie reingepresst. Dahinter kommt man eine Waffe kaufen. Was passiert? Ich bin tot! Warum seid ihr tot? Duck dich! Warte, ich hol Geldi. Alter, was ist hier passiert? Aber wie kommen wir hier nochmal raus? Voll das Abenteuerspiel irgendwie, ne? Ja, aber wie kommen wir hier nochmal raus? Keine Ahnung. Es kann nicht sein, dass es hier... Hä? Wie kommen wir hier jetzt jemals wieder raus? Hier oben konnte man was kaufen auf eigene Gefahr. Es kann nicht das Ende jetzt sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das Ende. Na, never. Ich will die Karte lösen, Mann. Ich will sie lösen. Wer war das? Was denkst du, wie das geht? Da muss irgendeinen Trick geben. Vielleicht kann man sich da irgendwie oben mit rein und der schiebt dich dann raus. Ich bin tot. Okay, das ist schon mal... Hä? Geldahnung auch tot? Wieso seid ihr alle tot schon wieder? Keine Ahnung. Was ist das da unten? Ah, ne, es war irgendeine Granate oder sowas. Alter, die Karte ist heftig. Ich will da raus! Wir haben es verkackt, oder? Ich weiß nicht, kann ich mich hier hinhocken vielleicht? Du meinst, dass ich auf dich drauf springe? Leicht. Der gute alte Russenduck? Gute alte Russenduck, nutze meinen Körper! Nutze meinen Körper! Mama, ich komme da gerade nicht mal hoch. So, ja. Hä? Immer wenn ich oben bin, werde ich wieder runter. Russen, ja, weil der sich hier zwirbelt. Irgendwie eine Granate da oben vielleicht reinwerfen? Den Zwirbler? Oh oh. Oh oh. Nee, ich glaube, das war's. Ich hoffe, wir müssen nochmal neu starten. Ja nicht. Sicher? Da oben war ein Knopf. Doch, sicher. Guck
Junge, jetzt können wir nicht mal mehr hier hin. Was war's? Muss da hinkommen! Hä? Was ist jetzt passiert? Hier ist ein Weg, ich hab dagegen gehauen, hier ist ein Weg! Kreis! Oh! Weg, ist es doch noch nicht vorbei! Alter, was ist das für ein Mindfuck? Ah, guck mal, wir sind hier wieder. Schön und. Oh, unten Kacke, rein. Aber da vorne ist so ein Ding gewesen. So ein. Alter. Wie ist dann erst Saw 2? Oh. Noch säugere Variante. Oh, ich bin schon wieder down. Ja, weil du schon wieder. Ey, das gibt's nicht. Oh nein, ich muss nochmal den Sprung machen. Ja, oh, du musst. Fuck you. Hol mich doch, Kreis. Warum hast du jetzt keinen Bock, mich zu holen? Nicht so geil für dich, oder? Ach so, ah, mein Quick Revive ist weg, weil dann muss man ja eigentlich nur bis zur Hälfte. Och, ich hasse den Sprung. Oh, ich bin oben! Alter! Ich weiß, zwei, ich hab's. Yeah, easy going. Alter! Keine Ahnung, was ist mit dir? Was ist denn da? Hast du eine Behinderung? Warum kommst du nicht so. Entschuldigung. Jetzt muss ich hier an deinen Mauken kriechen. Ja, sind überhaupt noch Leute am Start? Haben wir noch Zuschauer? Also bei mir steht 4203. Alter, könnt ihr mal eine Bewertung da lassen. Also wenn ihr Bock habt, aber wir haben auch schon 3000 Likes, ne? Okay, das ist schon übel. Das ist schon übel. Auf Ehrenmann-Basis. Auf Ehrenmann-Basis. So, das warte. Muss man hier ja sagen. Jetzt müssen wir hier rüberspringen, ne? Welche Wörter standen noch im Vertrag? Na, Mist, ich bin runtergerutscht. Das kann man immer wieder diesen Kackweg gehen, oder was? Ja. Weil da drüben schiebt sich dann ein Block raus. Ja, der Block hat dich aber runtergeschubst. Ja, aber du kannst schnell genug dort irgendwas machen. Du musst da halt super schnell sein, weißt du? Ja, ich weiß. Ich war super schnell. Oh, hier kann man eine Waffe kaufen. Oh, Moment, das kommt wieder zurück. Ja. Ich muss hier reingehen, sonst sterbe ich. Haha, ich bin drin. Ich hab's geschafft, ihr Loser. Bin schon ich weiter. Ich bin schon wieder oben. Warte, ich komm jetzt. Ist das offen oder sowas? Nein, du musst ganzes vom Rand dann gucken. Also du musst quasi in diesen Drehteller mit reinspringen, dass du halt über die Lücke kommst. Und da musst du dann an dem Ding drücken und schnell zur Seite gehen, weißt du? Das, sonst schubst es dich wieder rein in das Springloch da, in das Assiloch. Okay, ja, jetzt genau. Bin ich drüben. Und da wo ist die Kante? Jetzt da nach rechts, also ne, du siehst 10 dahin, Dollar. Dahin, oder was? Ich drücke jetzt 10 Dollar, ja, das weiß ich. Und dann schnell wieder zu, und dann dahin, genau. Okay. Und durch. Yes. Ja und was Geldahnung. Jetzt? Geldahnung fehlt. Geldahnung, du musst nach rechts strafen, die ganze Zeit quasi, dass du immer nach oben läufst. Du musst nach rechts. Oh, ich hab hier was bewegt. Du fällst in die Penisgrube. Komm zurück. Vielleicht kann ich dich holen. Bengelgrube. No, das Ding geht runter. Das Ding geht runter, aber ich kann dich holen. Nee, doch nicht. Du musst wieder hochkriechen. Kriech ein Stück hoch. Kann ich nicht mehr holen. Kann ich nicht mehr holen. Nein! Wir müssen eine Welle beenden. Alter, Chicksaw lacht mich aus. Kriech doch durch. Vielleicht. Kann ich nicht. Nach hinten zum anderen Ende, vielleicht ist da irgendwas. Ich scoute. Alter, die Karte ist so fies. Oh, da sind ganz viele Türen und Blut und. Und ein kleiner Brunnen und. Alter, es geht noch voll viel weiter. Ich muss da jetzt aber auch reinkriechen, aber wie, oder nicht? Aber wie geht das? Messern und F, ja, und jetzt geht's aber zurück. Ja, aber wenn du da reingehst, bist du tot. Ja. Es ist voll die Abfuck-Karte irgendwie. Es ist voll mega Mindfuck. Aber wann beenden sich die Runden immer, ist die Frage. Ihr müsst runtergehen und einfach töten. Man kann nicht mehr runtergehen. Komm hier nicht mehr zurück. Jo, doch. Nein, ich bin hier. Ich bin hier gefangen. Ich muss da durch. Nein, er kann. Der schafft den Sprung nicht. Geldahnung schafft den Sprung nicht. Er schafft den Sprung nicht. Ja, aber du kannst da nicht. Das muss einen anderen Weg geben. Du brauchst den Hazard Suit, um da durchzukommen. Ja, den braucht man wahrscheinlich. Aber wir sind zu blöd, den zu holen. 30 Sekunden F drücken angeblich. Ey, ich hab so lange F gedrückt, ey. Was ist? Er redet mit mir irgendwie. Ich war ja sofort weg. Ich war instant weg. Und ich habe das Gitter weggemacht. Naja, und jetzt musst du da rein und dann ist da hinten mehr. Geh rein, dann bist du tot. Nee. Ich gehe nicht in den Saft. Okay, Geld an und geh zurück. Und beendet die Runde.
Puh, Alter, was für eine üble Karte, die ist so hardcore. Oh oh, oh oh. Wow! Und da hinten ist auch noch irgendwas. Kommt das in verschiedenen Rhythmen? Ja, go, Geldahnung, beende die Runde. Oh no! Du bist auch tot, ne? Smitty, Smitty, ich bin direkt reingefallen. Kacke. Denk an die Säge, Geldahnung, die Säge! Ach, gut. Was für eine Säge? Der Gasanzug ist verbuggt oder so. Macht Geldahnung die Runde oder was? Er könnte hier runterspringen. Guck, er killt auch gerade. Wenn er die hier unten alle tötet, dann kommen wir zurück. Dann kommen wir endlich zurück. Dann kommen wir zurück in einem Stück. Und fassen uns ans Glied. Fassen uns ans Krück. Ans Krück. Le Krück. An mein Krück. Warum hast du mir an mein Krück gebracht? Krück mich nicht. Das, was wir da oben gesehen haben, waren all die Räume, ne? All die Räume? Ich war ja schon all weiter. All die Räume. Hast du gerade noch bei mir, Jet, hast du bei mir gerade spectated? Ich bin ja weitergekommen. Ja, wie denn? Ja, du, ich habe dieses Gitter, wo man drunter hergekrochen ist. Oh, oh, ich bin wieder da. Ich bin auch wieder da. Wow, ich gehe aber gleich wieder down. Oh, shit. Ich muss mir erstmal Waffen holen, Freunde. Ich bin wieder down. Er hat das Game nicht akzeptiert. Er hat das Game nicht akzeptiert. Braucht man da überhaupt Waffen dann später? Nur so eine Waffe wäre schon ganz nett, oder? Ich glaube, man kann welche kaufen zwischendurch. Das kann man Fire Sale. Fire Sale. Fire Sale. No, ich gehe schon wieder down. Oh Mist, ich habe kein Bowie mehr. No Bow. Braucht man nicht einen Bowie für das alles? Weiß nicht. Also ich hab no Bow. Nein, ich hab no Bow. No Bowie. Hab einen Bowie? Ich bin ja quasi schon wieder durch, ne? Wie, jetzt bist du bestimmt wieder komplett durch? Ja, hab jetzt alleine, wer überlebt? Oh, alleine! Ich brauch diesen Hazard Suit. Also man kann es auch ohne Hazard schaffen, meinst du? Weiß ich nicht, bestimmt. Voll easy. Ich mach das ohne Hazard Suit. Also ich glaube, man. Ich glaube, der Hazard Suit ist so ein Trolley. Ich glaube, der existiert nicht real. Ich, aber die Kinder in den Stream-Chat-Neckereien schreiben es. Ah, die Kinder in den Stream-Chat-Neckereien. Die wissen nicht, was abläuft. Kennen sich nicht aus. Es wäre sehr real. Super real. Mit Pommes. Super real mit Pommes, Alter. 1000 Euro. Die Leute wollen das Ende dieser Karte sehen und wollen Saw 2 erleben. Die wollen Saw 2 erleben. Jetzt noch Sawiger. Oh. Ja. Ah, der Meister. Am Anfang war er Dreck. Aber jetzt. Ja, da hat zwei Versuche hier. From Block. Der am Anfang war er Dreck. Jetzt ist er keck. Aber Geldahnung kommt hier nicht hoch. Ich muss sagen, weil manche Leute immer fragen, wann der WW2 DLC kommt. Ich muss sagen, der turnt mich nicht so hart wie jetzt hier so diese DLC-Karten, die jetzt. Es gibt so viele coole neue. Ach, du meinst Mod-Karten, nicht DLC-Karten. Ja, Mod-Karten. Du musst ganz an dem Rand sein. Du bist immer zu niedrig. Du bist einfach am Rand der Gesellschaft, aber nicht am Rand vom Brett. Ist er oben? War nicht so nett. Oh. Na, er ist oben. Er ist oben, er hat's geschafft. Hacker-Dude. Confirmed. Oh, sollten wir nicht lieber. Okay. Wer drückt? Du drückst? Oder? Moment. So, guck mal. Er ist wieder unten. Oh. Hä, jetzt ist es ja auf einer. Ja, wenn du jetzt F drückst, dann geht das Gitter zur Seite. Du musst dann quasi lossprinten. Dann kommt hinten aus der Wand. Geh mal ruhig. Du kannst ruhig. Pass auf, ich zeig dir das. Guck. Warte. Achtung. Jetzt geht es zur Seite.
Dann sprintet man durch. Dann sprintet man durch, hinten kommt dann so ein Gitter raus und auf dem musst du dann nach rechts, aber auch wieder springen quasi. Oh Gott, das ist ja ekelhaft, Alter. Das ist die ekelhafteste Karte aller Zeiten. Aber richtig pervers. Oder soll ich es versuchen? Soll ich es als erster versuchen oder willst du es als erster versuchen? Was haben wir denn für, also rechts dann, ja? Ja, du musst auf dem Ding, das geht nach rechts weg. Warte, ich kann dir ein bisschen Platz machen. Moment. So. Das hier geht. Ich kann dich weg. Dann nicht wiederholen, ne? Oh no! Ich war so nah dran, oh Gott! Jetzt einfach weiter geradeaus spielen. Ja, 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 ja. Kacke! Das Problem ist, du musst jetzt schnell kommen, dann kannst du mich noch holen. Okay, ich versuch's. Achtung. It's the only way. The only way. Ich versuch's. Sprint, sprint. Oh! Ja! Bin hier! Komm zu mir! Oh, ich hab eine Tür aufgekauft. Wollte ich eigentlich nur wiederbeleben. Wir haben auch eine Tür. Wir haben es geschafft. Okay, hier ist ein Lift. Oh, ich bin tot! Das war eine Falle, die Tür. Die rechts ist eine Falle? Ja. Okay. Also, sie zu kaufen war zumindest eine Falle. Hat sie sich Hä, man geöffnet? Kann aber nicht rein. Kann man hier rein? Hier kann man rein. Zu mir. Okay, man musste die Todesfalle aber auslösen. Aber was ist mit Van Schlecken? Ja, wir warten noch. Von Schlecklord. Du musst einfach dann am Ende einfach super weit, du musst sprinten und durchspringen. Saw ist Schul, also die Karte. Was ist Schul? Ist das eine neue Beleidigung? Ist voll Schule, Alter. Ja, weil Schule halt scheiße ist. Du musst dann einfach geradeaus durchspringen am Ende. Bis zu einfach am Ende geradeaus durchjumpen. Du bist Schule. Ja, 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 ja. Komm rein in den Lift. Sehr nice. Was ist das? Teddy. Oh, er hat den Teddy verärgert und musste dafür mit Blut... Nein! Das... Was ist passiert? Ich bin runtergefallen. Aber ich lebe noch. Komm her. Ich lebe noch. Geld an und komm näher. Nein, da ist ein Loch dazwischen. Du musst rüberspringen. Das Gitter ist weg. Und ich bin in so einem Disco-Raum. Oh, ich habe Schaden genommen. Disco-Raum. Alter, die Karte fickt jedes Mal meinen Verstand. Oh, ich bin im Todeslift gewesen. Wir müssen in das Loch. Geldahnung, wir müssen in das Loch. Was ist mit Geldahnung? Ja, was ist denn mit ihm? Geldahnung, Rob, kannst du ins Loch fallen? Rob runter. Rob Roy. Oh, what the fuck? No, ihr müsst robben, könnt ihr fallen. Geldahnung. Mein kleiner Zeck. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Komm, du musst robben, Kreis. Du musst ins Loch robben. Ich kann nicht. Er will nicht ins Loch. Ja. Jetzt. Jetzt weiter. Weiter runter, Kreis. Weiter runter. Versuch's. Ich muss mich irgendwie so drehen, dass ich runterfalle. Ich krieg dich so nicht. Du bist gleich weg. Ich weiß. Ich bin... Ich krieg dich nicht. Oh nein, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Hier ist so eine Tür. Ich komm mich nicht runter, man muss da irgendwie rumglitschen. Was ist das hier? Was macht Geldahnung? Er geht einfach, er kennt den Weg oder so. Er hat einen Jigsaw-Key. Er hat den Key. Aber wie kommen wir zurück? Er ist einfach auf die Elektroplatte gegangen. Hör, der Key für die Anfangstür ist der Key, ne? Ja, aber wie kommen wir zurück? Ja, ich glaube, ihr dürft nicht die Funken berühren und müsst rüber, oder nicht? Geht's nicht nach ganz drüben? Hier, da ist so ein Ding, da geht's nach ganz drüben. Guck mal da, er läuft auf dem Strich. Naja, das kann er. Ja, aber guck mal, der Strich ist doch clean, oder? Oh oh, er muss zurückkommen. Okay, einer nach dem anderen auf dem Strich. Er hat irgendwas in der Hand. Was ist das? Ist das ein Dildo? Ah, ne. Dr. Dildo-Ahnung? Er hatte die Ahnung. Er war immer nackt. Okay, und warte mal. Er nicht. Lass es nur mich. Mein neuer Vertrag sagt ja, ich darf nicht mehr singen. Nein. Wegen Demonetarisierung. Kreissongs waren immer, okay, nee, das funktioniert schon mal nicht. Okay, also Geldahnungsleihen war doch nicht schlecht eigentlich, oder? Vielleicht halt nur anstatt, guck mal, ich lese da zufällig, dass Care for Lee 2 Euro gedonatet hat. Und er hat 3,141519, bla, weiß ich nicht.
Oh, das könnte sein, der Weg. Do you know the way? Yeah. Oh! Oh, it's a trap! It's a fucking trap! Der Hebel war eine Trap. Oh, ich hasse diese Karte, Alter. Chicks, oh, stell dir mal vor, du musst sie alleine spielen. Das ist eine Trap! Nee, geht nicht. Geht nicht. Lass nochmal, ich hab's hier mal mit Halten versucht, geht nicht. Kurva, it's a trap. It's a trap. It's a trap. Ja, was aber ist das? Was nun? Was nun? Was ist das hier für ein komisches. Da oben liegt doch was. Das ist ein Astronaut oder sowas. Hä? Okay, warte, ich gehe. Oh mein Gott, es geht ja noch weiter. Was ist das denn, der Laserraum, Alter? Oh, Raygewehr? Ja, und jetzt? Ich hab kein Geld. Das Gewehr hängt doch da nicht ohne Grund. Oh, ist offen. Warte mal, ist offen. Ich hab das da irgendwas getroffen. Ja, der, da links ist, glaube ich, einfach der. Ja, aber guck mal. Ja, ja. Laser. Hier ist ein Laser. Okay. Berühre nicht den Laser, Mann. Ich kann mich nicht ducken. Jetzt geht's. Geldi, bleib du da. Aber sicherheitshalber, immer einen Sicherheitsmann zurücklassen. Ich weiß nicht, ob irgendwann alle Zombies sterben und ich dann revive, aber. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und jetzt bin ich hier drüben. Ja, jetzt bist du drüben. Hm. Was ist da, warum ist die Wand so schleimig? Kann man in die Schleimwand? Wow! Danke, Kreis! Cool! Ich wollte es ja nur wissen. He's not away. He's not away. Not der, way. Der Vanillebär fragt, welche Karte das ist. Und das ist Saw. welchen. Also, ihr könnt nicht in die Vanillewand, oder? Machen wir hier vorne. Das sind Schubladen hier. Das ist so ein Wandregal. Das ich muss irgendwas machen. Messern vielleicht ein bisschen? Weiß, ich messe gerne viel. Das gibt's doch nicht. Da musst du. Hä? Oh! Oh! Oh. Ey, ihr müsst eure Sachen immer ankündigen, falls nicht, dass beide eine Falle auslösen und warte, dann. Warte, hier sind noch irgendwelche Sachen. Und da geht's irgendwo wieder hin, aber das. 10 Euro. Wie einfach so, oder was? Hä? Ich fasse es jetzt nicht wieder an. Hä, was ist das hier? Ziegelwand. Okay. Jetzt sind wir hier oben. What the fuck? Was war denn das für ein Geräusch? Oh, oh Gott! Alter, das ist eine scheiß Kreissäge. Boah! Boah, Alter. Boah. Ja, was nun? Von wo seid ihr denn gekommen da? Vom hier ist so eine Help-Kiste. Hä? The game has only just. What the fuck? The game has only just begun. Geldahnung hat die Tür noch nicht gesehen, deswegen hat er. Da ist ein Typ! Alter! Wie so ein britischer Gentleman! Tesla! Was zur Hölle läuft hier? Was ist das? Eine Popcornmaschine? Könnte sein. Eine Gobblegun-Maschine in Popcorn-Style. Ja, toll, aber wozu brauchst du denn da Kaugummis? Ja, keine Ahnung. Hier ist eine riesige Eistruhe. Ja, hier ist eine riesige Eistruhe. What the fuck, Alter? What nu? Hä? Hier ist irgend so ein Typ. Vorsicht, das sind Sägeblätter. Naja. Ist verschwunden!
Und das ist ein Hebel. Der fancy Dude ist verschwunden. Ja, aber... Oh, oh, was ist das? Ihh, Octopä. Was macht man damit? Oktopusse. Vielleicht essen? Mal über dieser Double-Tap-Maschine, da war, glaube ich, noch so ein Stromkasten oder irgendwas. Hä, da ist irgend so ein Affe. Hä? Da war so eine Affenmaske. So eine belgische. Alter, was ist das für eine Hast du Granaten? Ja. Eine da rein, oder was? Warte. What the fuck? Alter. Well done, Zombie Players. Wollen wir vielleicht da noch eine Granate rein? Achtung. Nee. Das ist aber eine Kiste. Hä? Das ist eine Tür, oder? Ja, das ist eine Tür. Eine Tür ist es. Octopussies ist die korrekte Mehrzahl. Die Oktopäden greifen an. Die Oktopäden. Oktopäden? Hä? Oh, ich dachte eben schon Geld an und wäre durch das Loch gefallen, einfach so. Hier vielleicht irgendwas an der Hand? Ist das nicht so ein Mayonnaise-Stampfer? So ein Amish-Mayonnaise-Stampfer? Ja, das ist so ein amischer Mayonnaise-Stampfer. Ein paar Eier rein. Ja, guck mal, da drüben ist ja auch noch Zeug. Vielleicht da. Irgendwas drücken noch. Guck mal, hol dir mal was da raus, oder? Was ist das hier? Ist auch so. Da steckt was drin. Eine MG oder so. Da guckt ein MG raus. Ein Octi fehlt noch, oder? Ich weiß nicht, wie viele Octis braucht man denn? Gibt's da irgendwie so eine Anzahl? Gibt's da irgendwie eine bestimmte Anzahl von Oktopoden? Oktopoden? Ja, aber warum ist die Tür da? Der Hebel, sagen die Leute. Welcher Hebel? Auf das Schloss schießen, sagt jemand anderes. Welches Schloss? Hebelschloss? Welcher perverse Mann hat sich diese Karte hier ausgedacht? Und wie wird wohl Saw 2? Noch brutaler. Noch stärker. Hat irgendjemand eine Idee? Wo ist Kreis? Ja, der ist nicht da. Keine Ahnung, ey, ich weiß nicht. Der chillt immer so viel. Der hängt nur rum auch, ne? Das ist so ein richtiger Rumhänger. Was ist hier? Was stimmt mit der Tür? Die Leute sagen, glaube 5 Oktopusse. Vielleicht müsst ihr noch einen Oktopus helfen. Ja, aber wo? Wo? Vielleicht da oben auf dem Dach? Auf der Hütte? Auf der kleinen? Ich hab ja auch so eine dämliche Maske hier abgeschossen. Da oben? Nee, was doch. Was ist das da? Was ist das? Ranz. Schamhaar. Könnte sein, dass jemand sein... Schamhaber-Bier. Da oben ist nichts drauf, oder? Mhm. Die kamen ja unter den Kisten hervor. Ja, auch. Ja, guck mal, aber einer würde dann von hier fehlen. Ja, oder? Nee, oder von dieser Maschine da, oder nicht? Nee. Nee, von da der anderen, von dieser, wo der Typ drauf liegt. Weißt du, so schräg links oder vom Hebel. Ja. Da liegt eine Hand drauf. Ja, die habe ich auch schon angefasst. Hm. Granate auf die Tür, sagen die Leute. Granate werfen in der linken Ecke. Der leuchtende Automat. Ich werf da mal eine Granate hin. Toll. Oh, super. Ich hab nur noch eine, deswegen will ich sie nicht vergeuden. Puh! Männerzeit! Das ist hier die Botschaft! Blowjob zum Sohn! Wo gibt's denn hier eine Eisentür? Da ist noch eine Tür. Ja. Hä? Da ist... Ich habe eben gerade was Merkwürdiges gehört. Geldahnung war, glaube ich, Granaten kaufen, oder? Granate aufs Dach, das Regal. Hm. Ja, auf dieses Hüttendach, da. Warte mal, da ist noch eine Säge oben drauf. Da vielleicht eine Granate hinwerfen? Ich hätte nur noch eine. Nö. Hä? Da kam eben eine Spende.
2 Euro von Care for Lee, die südafrikanische Schneeoktopus. Ja, das ist ein fieser Oktopus und. Das Bild von Saw abschließt, aber hier ist doch nirgendwo ein Bild von Saw, oder? Eigentlich müssten wir nur die Tür messern, sagt er. Messern und F? Hm. Kannst durch den Regal. Schreibt Kabnan. Immer durch den Regal. Nein, da geht nix. Hier runterkriechen oder so vielleicht? Ist ein Loch? Hä? Hä? Ist offen. Messer und F. Hab ich doch auch schon gemacht. Ja, vielleicht F gedrückt. What the fuck? What the? Okay. Weltanung sprintet. Wo ist er hin? What the fuck? What the fuck? Er hat's gerade so geschafft. Stich ihm aber nicht mit der Spritze in die Eichel. Treppe. Okay, ich renn. Und Achtung, da ist ein Loch, sagt er. Da oder was? Ah. Okay. Ah, Treppenloch. Nicht beide rennen. Okay. Wie kommt man da hoch? Skill. Wow. Ist mal wieder so ein Skill Jump. Ja, ist geschafft. Ist so ein geduckt springen? Ja. Ja, und jetzt ab in den Panzer oder was? Irgendwas drücken. Da ist eine Säge. Hä? Hat die Säge eingesammelt. Alter, was für eine heftige Karte. Können wir uns jetzt durchsägen? Hä, wo ist er hin? Wo ist Geldahnung hin? Hä? Über dir? Guck mal nach oben. Hä? What the fuck? Hallo? Die Karte ist voll der Mindfuck. Haben wir das irgendwie jetzt zersägen? Ah, hier! Ah! L'amour! Bodenplatten sehen komisch aus. Ja. Das ist bestimmt eine Falle, Alter. Das ist doch bestimmt 100.000%ig eine Falle. Hat das, als du gerade gemessert hast, so ein Geräusch, als hättest du was getroffen gemacht? Da drüben ist irgend so ein Sack voll Mais. Das ist doch eine Falle, Alter. Das ist der gute alte, der Mais, der marschiert. Mir geht's gut. Mir geht's gut, zack, Falle. Pass das hier an, zack, Falle. Alter, wie lang geht diese Karte? Ja, krass, Alter. Hä, was ist das hier? Ich trau mich nicht. Geh Geldahnung rein. Geldahnung, wo bist du? Warum ist der nicht da? Was macht der? Haben wir ihn verloren? Wo ist Schummelahnung? Wo ist der? Was macht er? Ich weiß es nicht. Sucht alle Kraken. Guck mal, hier ist auch irgendwas. Oder? Aber was ist, wenn du jetzt stirbst und Geldahnung nicht da ist? Dann bin ich RIP. RIP Mother F. What the fuck? Alter, wer ist das denn? Han Lee. Und Cameron Diaz. Okay, einer muss jetzt in die andere Dimension, ne? Ich gehe in die andere Dimension, ich trau mich. Okay, aufpassen. Oh Gott! Man kriegt Schaden. Okay, Dimensionsschaden. Nicht gut. Kacke! Vielleicht irgendwo eine Granate reinstecken oder so? Soll ich hier an der Tafel irgendwie die Formel drauf kritzeln? Holzwand. Bei der Wand ist eine Waffe. So, aber. Oh, okay. Hier oder wie? Nee, da ist nix. Da kommt Gas aus dem
Becken. Und da oben ist Moosbefall. Algenbefall. Moosalgen. Guck mal, hier sieht man auch was. Guck mal, die Tür hier. Da geht's weiter. Das sind Laser. Ja, das sind Laser. 4000 Likes geschafft. Sehr schön. Alter, nice. Alter. Ja, aber wie? Ich meine, dieses eine Ding muss doch auch irgendeinen Sinn haben. Naja, vielleicht muss man irgendwo noch eine Granate. Also, wenn es mit Messer nicht geht, funktioniert meistens irgendwas mit Granaten. Oder der Sack mit Reis ist doch sehr wichtig. Nee, das ist Müll. Das ist gewöhnlich. Warte mal. Ah, nee, das ist nur eine Waffe. Für was braucht man hier denn überhaupt Waffen? Ja, wahrscheinlich, weil du am Ende dann wieder in den Zombie-Raum kommst. Ist offen. Offen. Wie hat er das gemacht? Manchmal passieren da Dinge, wo keiner weiß. Keine Ahnung, er hat seinen Penis irgendwie reingesteckt und dann auf einmal ging es auf. Aber hier ist jetzt eine Laserwand. Ey, da bewegt sich sogar was. Der Boden. Ey, das ist die heftigste Karte, die wir gespielt haben, Alter, oder? Ohne Scheiß, das ist richtig übel. Ich trau mich. Hat ein Glück, dass da der Boden ist. Der geguckt hat, ne? Dieser eine Blick. Eigentlich bin ich tot, deswegen bewege ich mich nicht. Was? Ihr braucht die Waffe, sagen die Leute übrigens. Ja. Wie sollen wir da überhaupt rüberkommen? Ja, ich hab kein Geld. Ja, das Rohr da hinten, aber... Ja, ich weiß, Kumpel, ich weiß, aber ich trau mich nicht. Da ist nur ein Rohr an der Wand, ne? Sicherheitsrohr. Da komm ich doch nicht. Sicherheitsrohr Nummer 7. Einer muss sich trauen. Ich trau mich nicht. Ich trau mich irgendwie nicht. Du? Ich bin nicht da. Schieß gegen 3 Elektroniken. Was? Guck mal, hier sind auch Löcher. Sind Löcher. Balle, schreiben die Leute. Ich trau mich ja nicht rüber. Ihr müsst in das Rohr an der Seite. Vorsicht, Gas. Da ist Gas drin. Ich hab's geschafft. Aber da ist Gas drin. Geld, Anna, du bist schlecht im Sprengen. Okay. Gas macht Schaden, glaube ich, oder? Geh mal rein. Ja, macht Schaden. Wir müssen da irgendwas finden. Hier, die Dialysemaschine von Chicks. Da konnte man, glaube ich, hoch. Nee, ich glaube, das war ein Ultraschallgerät. Ich glaube, da konntest du ganz unten hoch, ne, oder? Rechts von dem Ultraschallgerät. Geh da weg. Ich komme gar nicht raus. Oh. Siehst du, da geht's hoch. Ah, hier. Messer mal den PC an der Seite, warum? Ja, aber jetzt. Oder? Nee. Warte mal, da drüben ist noch ein Ding. Irgendwas muss hier runter oder hoch gehen. Oh, ich habe ein Kaufgeräusch gehört. Kaufgeräusch ist eigentlich ein gutes Geräusch. Sind wir jetzt höher? Ja, nu? Oh, was ist denn da drüben? Ein PC, voll das Ultraschallgerät. Hallo? Hallo, bitte, Mr. Soldat? Mr. Soldat? Clacky, Lotti, 5 Dollar, 10 Dollar, 8 Dollar, gib mir 8 Dollar, Mr. Soldat. Okay, warte, da komm ich auch niemals hin. Hä? Das ist ja so ein Glaskasten, der füllt sich mit einer Flüssigkeit irgendwie. Ja, wir müssen doch da irgendwie durch. Da kommst du nicht durch, das ist ein Glaskasten. Ja, da hinten ist ein Knopf. Ja, den kann man anschießen, oder nicht? Du musst gleich mal gucken, da kam eine Spende. Na hier, aber da... Oh, ich bin oben drauf!
What? No, geh ran! Von Kai Hartung, 5 Euro, Grüße aus Oberrad, gehen raus an meine zwei sexy Typen, aber Kreis ist ein bisschen sexier. Wie kommen wir hier raus? Ach, da oben. Wieder durch. Okay, was ist jetzt angesagt? Was ist jetzt angesagt? Nee, erstmal gucken, aber nicht darunter. Boah. Einer muss da durch. Da ist einfach nur wieder. Ihr müsst. Was macht der? Nee, das kann nicht der Weg zurück sein. Wir können jetzt hier runter. What the fuck? Wir beide haben in Hand im Wohl. Ihr müsst das irgendwie, glaube ich, drücken, bevor. Hand in Hand im Wunderland. Du und ich am warmen Sonnenstrand. Wollen wir gar nicht länger stören. Doch zu mir ins Zauberland. Hand in Hand. Die neue Otto-Werbung ist ja mal wohl, ohne Ricardo macht Otto doch Werbung gar keinen Sinn, oder? Neue Otto-Werbung ist nicht so cool. Ricardo ist cool gewesen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Was denn? Der alte Munich-Ritter. Ach, den gibt's auch noch. Dankeschön, Munich. Bist du ein Abkömmling aus der Ritterfamilie aus Rittersberg? Der bayerische Hochadel? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Oh, vielleicht bin ich jetzt RIP. Gabriel Knight, Alter. Hübsches Grünzeug. Die Leute sagen einfach runterspringen. Nee. Kann's nicht sein. Wir müssen da drüben zu dem Zug irgendwie hin. Kann's einfach nicht sein! Ihr müsst zurück in den Röten! Du musst zurück in den Roten und da kannst du runterspringen. Steht da. Was ist denn der Rote? Genau! Was ist der Rote? Warte mal, hä? Ich kann hier nicht durch. Riechen? Ah, jetzt geht's. Ah, flutschen. Ah! Oh! Aha! Löchlein, dreh dich um. Nur der ja, aber jetzt, guck mal. Krumm. Hier ist ich jetzt. Durch. Oh, das ist Glas! Oh. Oh, das ist Säge! Vorsicht, Säge. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Todespropeller. Moment, da kommt eine Gang rein. Für die Gang, ja. Das waren noch Zeiten. Oh Gott. Der Gang. Du musst dich hinstellen, damit du schneller sprinten kannst. Ja, ich stehe doch schon. Ach so, okay. Ich bin durch. Aber was? Nu? Ich hör Zombies. Oh mein Gott, das sind Zombies! Wir beide haben im Wunderland. Am besten ist immer noch zwei. Hand in Hand im Wunderland. Du und ich am warmen Sonnenstrahl. Ja, dann wollen wir gar nicht länger stören. Boah, Alter, das ist die heftigste Karte ever. Alter, ich bin ja da. Aber ich kann mir keine Waffe kaufen. Da kamen ganz viele Spenden, guck mal. Ja, eine war von Luke, eine war von Kreisch. Trete Jigsaw in den A, Punkt, Punkt, Punkt und schafft die Map, go, go, go. Das Dankeschön. Ist damit getan. Die Map, hier. Wie, sind wir durch? Ja, guck mal hier, der Schlüssel. 5000. Kannst du ihn reinstecken? Ja, 5000 Geld.
Die 5000 Geld. Ja, hier drüben ist noch eine Tür für 5000 Geld. Ja, soll ich die drücken? Ich hab 5000 Geld. Dann drück doch mal die 5000, oder ist eine Falle? Ich hab's getan. Ne, hier bei uns, eine riesige 5000 Geldtür. Ja, ich bin tot. Ich habe 5000 Geld, ich mache jetzt hier was. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Oh Gott. Komm zu uns. Was ist mit der Tür da hinten? Ja, die Tür in der Ecke können wir auch. Wir haben doch den Schlüssel dafür, oder nicht? Ja, aber hier drüben ist noch so eine krasse Tür. Wo noch viel, viel mehr Zeug ist. Alter, wie heftig ist dann Saw 2? Da hat er gemeint, hat er noch mehr Zeit reingesteckt als bei Saw 1. Echt? Ja! Vision X. Oh mein Gott, aber hier kommen so viele Zombies. So, ich bin RIP. Kies ist RIP. Kies ist RIP. RIP. Aber wir sind hier. Ich robbe. In Riptown. Aber die kommen zu euch. Können die da durchlaufen oder werden die zersägt? Die kommen auch von der anderen Seite. Die sind überall. Und ich habe keine Munition, keine Waffe. Alter, hier stehen 150.000. Hier steht Pi an der Wand. Hier steht, wie man Pi berechnet oder so. Ich kann hier durchroppen, Freunde. Geldahnung ist down. Ich bin auch down. Ne, Geldahnung ist wieder da. Er hat nur so getan. Das war sein großer Trick. Trickahnung. Trickahnung. Alter, was ist das hier für ein krasser Rätselraum, den wir noch machen müssen? Aber auf einmal sind hier Zombies. No, ich werd angefasst! Alter, irgendwas ist hier im Argen. Irgendwas ist hier im Arsch, Freunde. Was ist das hier? Ich nehme das. Das ist Shotgun. Das ist was Besseres als ein Shotgun, oder? Das kann doch besser sein. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, was ist das jetzt für ein Riddle Room? Der Riddle Room? Ich höre auch dauernd irgendwelche Flüstereien in der Ferne. Ja. Kauft mir Tides. Hier ist irgendwie eine hidden, unsichtbare Wand oder so. Alter, was ist das denn für ein... Wann endet diese Karte? Die bedrängen mich! Oh. Alter, das geht ab. Schnell, geschwind, Ahnung. Oh, wie heftig, Alter, wie heftig. Okay, also, rechne. 90. Hier ist noch irgendwas. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich bin gefangen. Ich wurde einbandagiert. Ich wurde bandagiert. Lass dich nicht gieren. Die gieren mich. Die haben mich gegiert. Alter, was ist das für eine heftige Kacke? Ich bin hier gefangen. Oder verbuggt. Nein, das ist... Da kam auf einmal hier so ein Kreis. Und es schützt mich. Vielleicht muss ich irgendwas hier... durchhalten. Krass. Ich bin gefangen. Ich kann raus. Ich glaube, das ist jetzt geschafft. Nein, das ist nicht geschafft. Man kann es beenden. Ja, aber wie? Vielleicht muss man sich hier einsperren lassen und dann auf irgendwelche Rätseldinger schießen. Rätsel, du bist verrückt. Lass mich nochmal hin. Guck hier, man wird hier eingesperrt. Hä? Man kann aber raus. Das hat doch irgendeine Bedeutung. Der Rätselbube. Was schreiben die Leute? Die haben doch immer viel Ahnung. Die Leute haben Ahnung, was schreiben sie? Was schreiben sie? Was kann man hier machen? Vier. Vier abschießen. Vier anschießen. Welche vier? Hier sind ein Haufen Vieren. Vielleicht von da aus die vier abschießen? Auf die vier. Aber ich werde so dermaßen schnell wieder gekillt immer. Hier ist eine vier. Welche vier? Fünf, sechs, vier, drei, zwei, eins.
Gott. Hier. Oh, ich hab die vier gefunden. 2 Minuten überleben und das Spiel beginnt. Okay, wir müssen 2 Minuten hier in diesem Horror-Ding überleben. Alter. Alter, es ist die heftigste Karte der Welt. Das ist das Übelste, was ich je gespielt habe. Man kann hier halt auch nicht kiten, gar nicht. Nein, kannst du nicht. Deswegen haben wir Glück, dass Geldahnung so geile Weapons hat. Ja, der hat mal wieder Waffenahnung. Der hatte wieder Waffenahnung. Ich werde angefasst gleich. Ich werde jetzt gerade angefasst. Okay, ganz ruhig, easy. Geldahnung, easy. Ganz ist hier überhaupt Munition? Hier ist ein Nuke. Nice, nice, nice. Boah, guck, die Wände haben sich verändert. Alles so heftig, oder? Ja, ja. Keine Ahnung, nicht schreiben. Einfach überleben. Ich geh down, ich geh down, ich geh down. Da hinten ist Insta. Boah, Leute, Leute. Das ist richtig heftiger Scheiß. Alter, ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich sehe gar nichts. Geldahnung ist reviving. Lebe ich wieder? Ja, nein. Ja, nein. Oh Gott. Die kommen von allen Seiten. Waren es keine 2 Minuten jetzt? Ey, Alter. Vorsicht. Ich gehe wieder down. Das hat keinen Sinn. Boah, es ist so krass. Es ist so krass. Hol mich, Kreis. Ich kann nicht. Rasieren, Geldahnung, rasieren. Hat sich hier jetzt erst verändert. Was ist jetzt anders? Müssen wir jetzt wieder zurück? Alter, wie heftig. Go, Geldahnung, go! Da hinten ist ein Gang! Oh nein, Geldahnung ist down! No! Ich hab doch nix! Nee, komm ich nicht durch! Nein! Boah. Nein, Alter! Oh Gott! Oh. Oh Gott, war das heftig! Wollen wir es nochmal versuchen? Ich meine, wir kennen jetzt die Wege. Willst du es nochmal versuchen? Ja, noch einen Versuch für die treuen Zuschauer. Okay, ja klar, kein Ding. Ich hab irgendwie... Es Alter, ich will jetzt das Ende wissen. Alter, das war schon krass, das war schon krass. Wir hätten wahrscheinlich nicht mehr viel gefehlt. Nee, wir waren bestimmt so gut wie durch. Boah, das ist die heftigste Karte, ne? Ja, Mann. Wie war nochmal der Anfang? Wichtig ist, dass wir uns jetzt auch Waffen besorgen dann. Ja. Und am besten wäre nicht einmal zu sterben, weil... Geld. Dann hast du auch die Perks. Du kriegst am Anfang alle Perks. Kacke. Oh, heftig, Mann. Ärgert mich mega jetzt. Ja. Ja, aber nicht verrecken ist voll schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Okay, du kriegst so nach und nach die Perks auch wieder. Gib mal Deckung. Ja, stimmt. Also, was soll ich mit so einem bekackten Snipergewehr, ey? Ich hab immer noch nicht gecheckt, wie wir die Tür aufmachen da. Das ist eine Holztür. Warum? Verstehe ich nicht. Warum ist das jetzt eine Holztür? Ich verstehe es nicht. Eigentlich dürfen wir hier auch gar nicht weit zocken, damit wir gar nicht so viele Wellen verschwenden. Weißt du, was ich meine? Damit die möglichst slow sind, wenn wir da runtergehen, weil die steigt ja nicht, die Welle. Ja. Okay, jetzt... Die Tür ist offen.
Wie hoch? Jo, bin oben. Frage ist immer, kommt diese Kiste auch mal irgendwann wieder? Ja, wenn du ein paar Mal verlierst, ja. So, ich bin on the top. Wir können also hoch. Schon gelöst. Der Topper! Der Topper Harley? Der Topper Harley, der hat es gelöst! Topper! Wir beide Hand in Hand, im Wunderland. Aber am besten ist immer noch zu zweit. Hand in Hand, im Wunderland. Ist das voll verpackt? Du und ich am warmen Sonnenstrahl. Gerne. Wollen wir gar nicht länger stören. Komm doch mit mir ins Zauberland. Sollen wir los, oder? Komm, komm, warte mal, warte mal. Kann man da nicht nochmal was rausholen? Ich hab ja so wenig. Mikesh, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Karte. Muss jetzt leider schlafen gehen. Muss morgen früh raus. Gute Nacht, Mikesh. Danke für deine Spende. Mikesh, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vergiss nicht hier, ne? Ja, ja. Oh, wie geht denn das nochmal auf? Ja, ist offen. Jetzt die Dinger hier. Open gemacht. Dann so hier hin, dann da. Moment, ach, jetzt bin ich falsch gesprungen. Da hin. Shit. Schon offen. Ganz unten durch. Ja, jetzt den Scheiß hier wieder. Jetzt der Routine, Alter. Wenn, wenn man es weiß, ne? Wenn man es weiß. Die alte Flicksaw, den kennen wir doch. Ich war beinahe reingerutscht in die Klinge. Da hat er mich, der kleine Flicksaw. Da hat er wieder, ne? Kies einmal nicht aufgepasst. Den, 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 den. Jetzt kommt Geldahnungs Lieblingsmoment. Der legendäre Ahnungssprung. Der legendäre Ahnungssprung. Ja, wenn hier nicht so rumblockiert. Ja, wir dürfen nicht so alle auf einmal. Das ist nicht gut. Nicht gut für Chakra. Ich bin oben. Der Meister! Er wurde zum Meister! Er wurde einfach zum Meister. Jump Draw nannte man ihn. Der gute alte Jump Draw, ich werde hier blockiert von Amateurspringern. Hallo! Oh! Falsche Taste. Wieso baut man sowas ein? Ja, ja, für dich. Für beste Hindernis. Für Profis. Nur für Profis gedacht. Oh, ich hab Schaden genommen oben. Warum? Schon wieder. Wieso nehme ich Schaden? Tja, ich bin the art of the jump. The art of the jump. The muscle is intelligent. Der Muskel des Intelligent. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr hoch, Tja. Einfach, du musst einfach laufen gegen die Seite und ganz oben springen erst. Ja, ihr springt zu früh. Ich spring zu spät. Du musst ganz an der Ding laufen. Ganz rechts gegen die Wand und dann springen. Ja, ja, aber ich springe immer zu spät, weil ich werde immer so runtergepresst quasi von irgendwas. Jetzt! Eben standst du oben drauf sogar. Ja, und jetzt kommt wieder der coole Jump-Moment. Ich hab nicht mal auf Jumpen gedrückt. So. Wie war das hier? Granaten werfen oder was? Wie war das hier? Bist du tot? Na, ein bisschen zu früh aufgestanden wahrscheinlich. Hä, ich hab eben so ein... Hier. Oh, ich wurde direkt runtergeschubst, shit. Okay, ich bin drüben. Hier unten war wahrscheinlich auch einfach nur Gegenmessern, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Jo, oder? Ist offen? Er ist offen. Man muss jetzt hier durch. Sind ihr alle runtergefallen? Nee, nee, wir sind alle drüber. Oh, jetzt muss ich den Jump ja wieder machen. So, ich hoffe, ich bin nicht mehr in der Hitbox hier von dem Ding. So, warte mal, jetzt geht es hier hoch. Jetzt aber eine Trap, ne? Wir warten auf dich. Ja, ja, ich bin unterwegs. Krabbeln dauert hier so lang. Das Krabbeln, du. Das Krabbeln. Große Krabbeln. Das große Krabbeln. So, jetzt haben wir es geschafft. Schmierblutung ist drüben. Schmierblutung? Sagt der Schmierblutung? Oh, ich bin auch drüben. Wo ist denn Wanderschaftsahnung? Aber am besten ist immer noch zu zweit. Das ist ja schon ins Loch gesprungen. Hand in Hand im Wunderland. Du und ich am warmen Sonnenstrahl. Wollen wir gar nicht länger stören. Komm doch mit mir ins Zauberland. Hand in Hand. Okay, wie war hier der Weg? Hand in Hand. Guck mal, wer gespendet hat. Es kommt bei mir jetzt gleich erst in 20 Sekunden. Oxyxo. Ist ja nicht so, als wurde meine vorherige Spende ignoriert oder so. Okay, tut uns sehr leid. Entschuldigung. Entschuldigung. So, wie geht denn das hier? Ich kenne mich hier nicht aus. Aber warte mal. Bloß nicht die klebrige Wand berühren, ne? Er ist ja voll fake. Hier hängt so eine Raygun und dann ist es gar keine Raygun. Nee, komm. Einmal rüber. Ducken. Ganz runter, ganz runter. Hä? Press F and hold to use Jigsaw Key? Was? Hier kann man auch schon einen Key verwenden. Siehst du das? Ja. Hast du es gedrückt? Nö. Hast Angst, ne? Ja. Ja. Ja, der gute alte Jiggy die Jig. Granate, oder? Wie war denn das hier nochmal? Wanderahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal Geld. Vielleicht muss man hier noch ein Help reinschießen. Guck, hier steht ja Help. Jetzt offen. Help habe ich draus gemacht. Ah, ich krieg Dr. Hinter. Alter, ich will die Karte auf jeden Fall lösen. Ey, Dr. Geldahnung, bleib mal so liegen. Hat er aber auch einen Char, hä? Mhm. Kriegen ganz andere Kisten als früher. Jetzt, Achtung. Profis am Berg. Ich hol die Säge. Jo. Was das? Was müssen wir jetzt machen? Was? Warum bin ich jetzt unten? Leute, ich bin... Hol doch mal den Lift. Der Lift ist da. Hol den runter zu mir. Er ist doch runter bei dir, oder nicht? Echt? Ah, okay. Ich bin durchgefallen. Dr. Durchfall. Das ist einfach nur draufschlagen. Source Einrichtung zerstören. Ja. Der Demolition Simulator.
Aber wo muss man hier demolieren? Festplatte oder was? Muss dreimal gegen die Tafel ditschen. Das weiß doch jeder. Der gute alte Tafelspitz. Was ist denn? Ist das legit hier? Muss man das so machen? Ich weiß es nicht. Will mich nur unter Geldahnungscharakter drunter legen. Hier gibt's die Holzwaffe, ne? Ich war... keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Ah, der Bildschirm war's. Ach, der Bildschirm. Durchrutschen. Mit Anlauf okay. So... Achtung, die Dinger sind weg. Jetzt nicht zu weit rutschen, mein Sohn. Ja, hier hockt so ein Geldahnung, der... Warum sind die weg? Jetzt sind sie wieder da. Dann bleiben die und... Was ist der Trick hier? Warte, ich komme jetzt rüber, oder wollt ihr was machen? Ja, da ist eine Platte, du kannst rüber. Normalerweise kann das auch alleine. Oh! No! Oh nein, ich bin runtergefallen! Was ist das? Was ist das hier? What the fuck? Ich fall durch die Karte. Wo bist du? Ich bin verschwunden, ich bin komplett weg. Ich bin auch weg. Geldahnung, WTF. What the fuck? Hä, die Platten stehen jetzt auf einmal auch. Davor war das ganz anders. Was noch? Ganz anders. Ja doch, es war ganz anders. Alles wird anders dieses Mal. Das muss Geldahnung halt eine Runde rattern. Das Problem ist, kommen ja die Zombies. Dann haben wir wieder keine Waffen. Shit, Ahnung. Aber Geld für Nogger und so ein Quatsch. Nicht die Kiste. Achtung, bald Ahnung. Jetzt kann man die Kiste nehmen. Nein, da musst du aufpassen. Das ist hier die Botschaft. Wo ist sie denn? Wo bleibt sie denn? Muss halt im richtigen Winkel drücken. Er hat den falschen Winkel erwischt. Toll, eine Argus. Also die ganze Karte ist Trolling, finde ich. Die ganze Karte ist Trolling. Ich könnte mal Unterstützung brauchen. Hier kommst du nicht mehr zurück, ne? Nee, shit. Wo seid ihr hin, ihr Trolle? Hier! Ja, und wo ist. Da kannst du nicht ran an die Kiste. Ich kann da ran. Hä, von oben? Hä, du musst sie von oben öffnen? What the fuck? Aber es geht, ne? Oh, da ist noch Munition drin. Im Fahrstuhl. Achtung! Wo ist Geldahnung? Wo ist der Typ? Ist der weg? Ich weiß es nicht. Wo ist Geldi? Schreib mal, wo Geldahnung, wo bist du? Hä, wo ist der Typ? Ich hab keine Ahnung. Versteckt sich. Ja, aber wo? Hä, der ist irgendwo da hinten. Was macht er denn da? Im Schleckertal. Er will sich vielleicht Waffen holen. Aber er hat doch noch Waffen. Oh, ich hab ne Kack-Lokus. Den Geld nochmal tun. Ist doch Geldi.
Hä, warum ist er denn da oben? Was hat der Junge vor? Okay, jetzt ist ein Teddybär drin. Was hat dieser Junge vor? Wir halten hier nicht lange durch, das ist ihm schon bewusst. Hast du diese Tentakelis? Ja. Viele davon? Wo sehe ich das, wie viele ich habe? Ach, er will Kaugummis, oh Gott. Gum-Gum-Ahnung wieder. Gum-Gum. Ich mach Gum-Gum-Ahnung. Ey, ich hab einen Zombie in die Badewanne geschossen, bekomme ich einen Gratis-Perk? Oh! Oh oh. Schnell, schnell, schnell. Noch ist Arnie am Start. Ich kann dich nicht beleben. Ist Arnie weg? Arnie weg. Hier ist so eine komische Pfütze. Ja, ist bei mir auch irgendwie verbuggt. Die Pfütze. Play a game? Ich wollte jetzt kein Gameplay eigentlich. Das sieht doch aber schon mal gut aus. Naja gut, HG40, aber hey. Wo bleibt Geldahnung? Lachsahnung. Weiß nicht, vielleicht. Scheiß auf Kaugummi. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Toll. Oh oh, Geldahnung. Säge? Schon wieder? Das alte Lied. Sägenbengel. Das alte Lied. Alte Ahnungslied. Ah. Dieses Selbstmordklo ist so verlockend hier drüben. Ne? Haben wir ein paar Spritzen, Nuckeln. Ich vermisse hier ja so ein bisschen Pack-a-Punch. Guck mal, die sterben ja alle an der Säge. Noch. Ich wette, es gibt noch ein PNP. Das fängt doch jetzt erst an. Das ist doch Runde 1 Ahnung. Oh, oh shit, Alter. Oh fuck. Oh fuck. Dann schießen wir auf einmal zweimal. Och nö. Ich hab ja niemals. Ein. Gib mir Deckung. Deckung! Oh Gott, nee, heute wird's nichts mehr. Heute nicht mehr, Freunde. Shit. Kacke, Mann. Kacke. Ja, beim nächsten Mal rushen wir die so durch, kurz vor dann. Saw 2, meinst du? Genau, als kleine Warm-up-Übung für Saw 2 machen wir das dann eben schnell beim nächsten Mal. Kies, lässt später einen am Leben. Geht nicht, in der Karte kannst du keinen am Leben lassen. Nee, die rattern so durch. Die rattern so durch. Nee, die Luft ist raus, die Luft ist raus. Wird Zeit, ins Bett zu gehen. Ja, allerdings. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Jetzt gibt's auf einmal voll viele mit Doktortiteln im Namen. Es gibt so viele Doktor mittlerweile, also auf dem Kanal sind da sehr viele. Dr. Durchfallahnung, Dr. Schwundahnung. Ja. Nee, ich muss ins Bett. Morgen gibt's wieder ganz viel Action und zu tun und bla, ihr kennt's ja. Das alte Lied mit dem alten Glied. Nächstes Mal machen wir Saw 2 und rushen die Karte einfach durch. Ja, ja, eben schnell, zack. Das ist ja nur easy, abklatschen und fertig. Stretching, ja, ja, eben. Leichten unterholten Stretch und durch. Das geht schon. So, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze noch mit einer Bewertung unterstützen würdet. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder im nächsten Saw-tastischen Stream. Wäre auf jeden Fall mega, super, duper nice. Eine Bewertung, ein Abo wäre auch super duper nice. Also die Leute können, eigentlich haben die Leute Superkräfte, die können so viele super duper Dinge tun. Die können so viele super duper Dinge tun, ja. Es ist so easy, super duper coole Dinge zu tun. Weißt du, die können ihren Daumen geben, andere Leute haben nicht mal einen Daumen. Ja. Ja, da macht sich keiner Kopf drüber, ne? Also, ja.
Und ja, mittags gibt's wahrscheinlich einen kleinen Battle-Roll-Stream. Ja, der Süchtige. Ey, Alter, das Spiel ist auch bombengeil. Naja. Du hast halt keine Ahnung. Weißt halt nicht, was gut ist. Ja, ich hab auch nicht LOL gespielt, weißt du? Kinder lieben Roll. Kinder lieben LOL und Fortnite, ja. Ja, weil's umsonst ist. Das ist das magische Wort. Umsonst. Gratis. Gratis. Dann macht es noch viel mehr Spaß, sich Skins zu kaufen. Also wie gesagt, die Saw 2 Karte, da hat er noch mehr Zeit reingesteckt. Wird also mega heftig. Freu mich. Gut, dann danke fürs Zusehen, danke für die Bewertung, danke für die Abos, danke an die Moderatoren, danke an die Spender und VIPs gab es glaube ich keine, aber danke an alle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt cool. Dying Light gab es heute schon ein Video. Schaut mal rein. Die Abo-Box spinnt. Also, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Auf Wiedersehen und tschüss. Wiedersehen.